Der Florian hat gesagt, wir sollen doch auf gar keinen Fall so lame sein und heute später anfangen, weil das wäre halt einfach so der lahmste Witz, den wir machen können. Und dann hat irgendjemand von euch gesagt, ich weiß nicht, die Bina, lass uns doch früher anfangen. Und jetzt fühlen wir uns wahnsinnig witzig, muss ich sagen. Ja. Ja, genau. Weil es, ich finde es super. Genau, es kommen auch wirklich, es kam heute, ich kann es gar nicht mehr erzählen. Also es hat wirklich kaum jemand sich nicht bemüßigt gefühlt, drunter zu schreiben, dass sie vielleicht später kommen. Und einer hat immerhin drunter geschrieben, ich weiß nicht, ob der Witz schon gemacht wurde, aber ich komme später. Das fand ich mutig. Denn darüber standen 40 Mal diese Witze in verschiedenen Versionen. Heute geht es um Prokrastination. Und wir haben uns dazu eingeladen, den Florian Aigner, Wissenschaftskommunikator, der hat sich heute besonders gut vorbereitet, beziehungsweise du hast aufgeschoben erstmal. Und Bina, die überhaupt nie prokrastiniert, sondern alles immer gleich macht. Ja. Genau. Außerdem haben wir zwei PsychologInnen, und zwar den Alexander und die Sophia. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Und eine Kulturwissenschaftlerin, die bestimmt auch... Nein? Niemals. Nein. Scary Carrie schreibt, ich bin das erste Mal live dabei. Prokrastination passt bei mir als Thema auch wie die Faust aufs Auge. Thoriumbart hat sehr richtig geschrieben, es ist noch gar nicht 20 Uhr. Sehr gut, Thoriumbart. Du Blitzbirnchen, du. Und lass mich raten, das hat er abgelesen von seiner Atomuhr. Heute wird es so krass witzig. Ja. Also, wir sprechen... Wir müssen jetzt schon aufhören. Wir müssen erstmal richtig anfangen. Also wir sprechen jetzt dann gleich und zwar in 3 Minuten über Prokrastination. Das heißt, in diesen 3 Minuten wäre es jetzt noch möglich, dass man irgendwas los wird, was einem sehr auf dem Herzen liegt, was aber nicht zum Thema passt. Bina. Ich muss noch nachdenken. Okay, Florian. Wir sind ja heute hier, um über Quantentheorie zu sprechen. Ach du Scheiße. Möchte zu... Na gut, lassen wir das. Wir waren einmal hier, um über Quantentheorie zu sprechen und davon wache ich manchmal noch nachts schreiend auf. Ich möchte das nicht... Stimmt, das hatten wir tatsächlich, das ist richtig. Ja? Das war wunderschön. Ich fand das wirklich wunderschön. Ich finde das überhaupt nicht gut, dass du da immer so tust, als wäre das wohl der schlimmste Stream aller Zeiten gewesen. Nee, das war Mathe. Also wirklich? Nein, der war auch toll. Nein, die waren alle toll. Da war Florian auch dabei. Ich fand es auch gut. Nein, ich weiß. Der Florian ist immer dabei und ich fand den Quantenstream deswegen ein bisschen deprimierend, weil ich wirklich, wirklich zu wenig verstanden habe und wir ihn eigentlich wiederholen müssten. Weil das so irre war, was der Holm und der Florian da erzählt haben, dass ich wirklich das Gefühl hatte, mir fliegt einfach der Kopf auseinander oder er wird zu Strings. Es war wirklich krass und ich habe mich so dumm gefühlt die ganze Zeit über. Tatsächlich dumm. Im tatsächlichen Sinne dumm. Der Florian hat da ein schönes Buch drüber geschrieben, warum wir nicht durch Wände gehen können. Da gibt es in einem Podcast auch ein sehr schönes Interview zu, wo er dann auch nochmal so die elementaren Nachrichten des Buches zusammenfasst. Vielleicht kannst du da nochmal reinlesen oder reinhören. Wir haben dieses Buch hier. Das ist natürlich. Wahnsinnig praktisch, weil man kann dann einfach den Podcast hören und das Buch kaufen und ins Regal stellen und behaupten, man habe es gelesen, ohne es lesen zu müssen. Ja, aber es macht sich gut im Regal einfach. Genau. Und du musst auch noch ein paar Paradeiser kaufen. Die Betonung ist auf Deiser. So viel weiß ich schon. Es ist 1959, dann kann ich in der 1 Minute schon mal das Buch, was ich nachher auch nochmal hochhalten werde, hochhalten. Gleichzeitig unfassbar deprimierend und aber auch sehr, sehr wichtig, die Brandstifter von Annika Brockschmidt, der Niedergang der Grand Old Party, also wie die Republikaner unterwandert wurden durch, wie steht's hier, wie die Extremisten die Republikanische Partei übernahmen. Ein grausames, schreckliches, wichtiges Buch habe ich heute geschickt bekommen mit einem Gruß, haben wir das bekommen, liebe Grüße, Annika Brockschmidt, also an mich quasi. Liebe Grüße, okay. Hat sie mich gemeint. Oder uns alle. Windows sagt, es ist 20:01 Uhr. So, kontrollierter Warnwitz. Es ist schon irgendwie witzig, schreibt er, dass ihr ausgerechnet bei diesem Thema überpünktlich seid. Ne? Verrückt. wie beginnen wir denn? Alex, hast du eine Idee?
Ja, ich weiß auch nicht so genau. Also fragt mich vielleicht in 5 Minuten. Ich mach's jetzt nicht. Nein, ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Entschuldigung, es wollte irgendwie. Es wollte aus mir raus. Dinge verschieben. Wer von uns hat denn schon mal Dinge verschoben? Oder wer von uns hat noch nie Dinge verschoben? Das klang sehr verzweifelt, wie du das gerade gesagt hast. Verzweifelt, irgendjemand hat Darf ich einfach sag mal anfangen? Mal ja, gerne. Mit dem höchsten Ausdruck des Protestes. Es ist eine Frechheit, dass ich heute hier bin. Ich fühle mich ja sonst immer sehr geehrt, wenn es irgendwelche intelligenten Themen gibt und dann an mich gedacht wird und ich eingeladen bin. Und ich freute mich jetzt wieder, dass ich eingeladen wurde. Ja. Und dann sagt Alexander zu mir, es geht um Prokrastination. Und ich will jetzt wirklich wissen, warum denkt ihr da gerade an mich? Was soll das? Ich zitiere hier aus meiner Anfrage und die Antwort, die ich darauf bekommen habe. Alles in Großbuchstaben. Ich könnte schreien. Aha. Du willst damit also sagen, dass ich Experte für Prokrastination bin. Was ist das denn schon wieder für eine Frechheit? Ja, dann muss er natürlich mitmachen. Also, ich muss sagen, ich habe tatsächlich als erstes an dich gedacht, Florian, und aus einem ganz einfachen Grund. Das kann ich dir wirklich bezeugen, dass du immer sagst, ja, mein Buch, das ist noch nicht fertig, jetzt ist es so und so und jetzt ist es heute die Abgabe und ich bin immer noch so weit und jetzt muss ich noch ein Live machen mit Martin Moder und das ist auch noch nicht fertig und das machen wir auf den letzten Drücker. Und da habe ich gedacht, sag mal, ist der so ein Typ, der irgendwie alles rausschiebt? Bist du so ein Typ? I'm putting the pro in procrastination. Schiebst du auf? Ja, das war aber nicht immer so. Ich musste mir das mühsam erarbeiten und ich bin ein großer Anhänger von Prokrastination. Ich glaube, dass es gut und wichtig ist. Und das magst du jetzt nicht erklären oder so, sondern du haust es jetzt einfach mal so raus. Ich war so als Kind und Jugendlicher irgendwie das Gegenteil davon. Es war so in der Schule immer total wichtig, dass ich nach Hause komme und sofort meine Hausaufgaben erledige. Mhm. Und dass ich Wochen vor irgendwelchen Arbeiten, die abzugeben waren, die schon fertig hatte. Ja, es war furchtbar. Ich war genau so einer, den man nicht als Klassenkollegen haben möchte. Und habe alles so früh wie irgendwie möglich gemacht. Und habe dann später, so alles spätestens im Studium festgestellt, dass das nicht die beste Sache ist. Und ich schätze heute Prokrastination aus vielen Gründen sehr. Ich glaube, dass es wichtig ist. Ich glaube, dass es gut sein kann für Kreativität. Und ich habe mich selber besser kennengelernt im Laufe der Jahre und weiß, dass ich am besten arbeite und auch die besten Resultate abliefere, wenn es am Ende schon noch so ein bisschen knapp wird. Man kann das natürlich auch übertreiben, das soll man nicht, das kann auch schief gehen. Aber die besten Sachen kriege ich wirklich hin, wenn es am Schluss nicht so ganz klar ist, ob das am Ende noch gut ausgeht oder nicht. Weil du der Held sein willst vor dir selber und sagen kannst, ich habe es geschafft? Nein, gar nicht, sondern weil es sich im Kopf anders anfühlt, weil man ein bisschen Druck auch braucht. Also ich habe es ganz deutlich bemerkt bei den letzten beiden Büchern, die ich geschrieben habe. Das vorletzte Buch hatte richtig viel Zeit. Da hatte ich mir fest vorgenommen, ich will nicht, dass es Stress wird am Ende. Ich habe mit dem Verlag ausgemacht, wir misieren einen Zeitpunkt an, der noch so weit in der Zukunft liegt, dass alles vollkommen easy entspannt ist und ich habe so viel Zeit, wie ich brauche für dieses Buch. Und beim letzten Buch, das ich geschrieben habe, beim eben vorhin angesprochenen Buch über Quantenphysik, war die Deadline sehr sportlich. Da hat der Verlag irgendwann mal gesagt, wir machen das nicht im Herbst, sondern wir wollen das Buch schon im Frühjahr rausbringen. Geht das irgendwie? Und ich sagte nein. Und der Verlag sagte doch. Und so erschien das Buch dann im Frühling. Und das hat dem Buch gut getan. Also jetzt ungefähr vor einem Jahr kam das raus. Und es war dann so, dass ich so im Anfang Februar ungefähr da stand mit einem halbfertigen Manuskript. Ich wusste, in 3 oder 4 Wochen ist Abgabe und ich bin vollkommen unzufrieden mit dem Ding. Ich muss es eigentlich nochmal vollkommen neu schreiben. Und aus irgendeinem Grund hat das dann wunderbar funktioniert. Ich habe das Buch nochmal vollkommen umgekrempelt in dieser Zeit. Es war dann viel besser als am Anfang und ich behaupte, es wurde dann auch besser, als es geworden wäre, wenn ich noch 4 Monate Zeit gehabt hätte. Also es gibt so etwas wie
zu viel Zeit haben für etwas. Dann denkt man viel zu viel drüber nach, überanalysiert das. Wenn man im Stress ist, dann, ja, dann fliegt halt der eine Gedanke raus, den man nicht wirklich unterbringt. Das ist besser so. Und man kickt sich selber und sagt, das muss aber heute noch fertig werden. Und anstatt etwas 7-mal umzuschreiben, wie ich das sonst schon manchmal gemacht habe, konzentriert man sich halt und schreibt es 1 oder 2-mal und das Ergebnis ist besser. Also ich bin voll für Prokrastination. Ich finde, das ist ein so schönes Beispiel dafür, dass eben alles total individuell ist. Also weil du jetzt gerade gesagt hast, man kann das so und so besser. Ich glaube, du kannst das so und so besser und andere Menschen auch. Aber es gibt halt auch Menschen, bei denen funktioniert es dann nicht. Und deswegen ja, ist es halt für den einen so gut und für den anderen so. Und man muss rausfinden, was passt denn jetzt für mich genau. Das stimmt sicher. Und ich finde es sehr cool, weil wir wussten ja alle nicht, dass du so eine Geschichte hast dazu. Ich habe mit allem gerechnet. Großartig, dass das so rum ist und dass es auch was gibt, wo man sagen kann, nein, das ist aber vielleicht auch manchmal gut. Bina, was bist denn du für ein Prokrastinationstypus? Also, ich habe so viele Gedanken, ich versuche sie zu ordnen. Erstmal gehe ich voll mit, dass das nichts Schlechtes ist, aber es gibt eine wichtige Variable, die Prokrastination für mich gut macht, nämlich die, ob ich mich mit was auch immer ich prokrastinieren werde, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich prokrastiniere einen Song, muss ich mich damit beschäftigen, die Parameter setzen, ich weiß, worum der Song handeln wird, und wenn ich dann prokrastiniere, dann backt diese Idee in meinem Kopf. Wenn ich mich aber nie damit beschäftige und irgendwann, weiß ich nicht, 2 Tage vorher damit anfange und erst dann anfange, darüber nachzudenken, dann wird es meistens nicht so gut. Also das ist so der Unterschied, dass ich weiß auch nicht, ob es dann Prokrastinieren ist, weil der nächste Punkt, der mir dann so kommt, ist, dass ich, glaube ich, nicht prokrastiniere, weil für mich ist Prokrastination ja so ein bisschen Selbstsabotage. Und ich versuche eigentlich, also ich versuche sehr, sehr gern, sehr gut auf mich aufzupassen, wenn zum Beispiel abends der Geschirrspüler fertig ist und ich mir denke, oh, habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf, denke ich mir, aber Zukunftsbina, morgen früh wird sich richtig freuen, wenn ich diesen Geschirrspüler aus... Und dann mache ich das, weil ich dann die Freude empfinde, mich um mich selbst zu kümmern. Weshalb ich glaube, ich nicht so die Prokrastinationsperson bin. Und wenn ich prokrastiniere, dann hat es Gründe. Entweder bin ich zu müde oder mir geht es nicht so gut oder ich habe Kopfschmerzen oder bin einfach nicht in dem Mindset, um genau die Sache zu machen. Und dann denke ich mir, Self-Care und Mental Health ist wichtiger, als jetzt Dinge übers Knie zu brechen. Und ich schaffe das auch morgen. So, ich glaube, ich habe alle meine Gedanken gesammelt. Ich hätte wirklich sehr gerne gehabt, dass Alexa das definiert, weil ich glaube, dass wir gerade nicht so klar haben, über was reden wir eigentlich. Also, weil es gibt das Aufschieben, was völlig Normales ist, und das, was du gerade beschrieben hast, Bina, würde ich sagen, es ist noch nicht mal Aufschieben, sondern das ist sich um sich kümmern. meistens. Und also ich verstehe unter Prokrastination, ich hasse übrigens dieses Wort, das ist was, also das ist tatsächlich was Negatives. Also das ist ein Aufschieben, was negative Konsequenzen hat, weil ich vielleicht was tatsächlich nicht mehr schaffe, weil es mir nicht gut geht damit. Also ich finde, das ist ein krasser Unterschied zu dem, was du beschrieben hast, Bina. Also ich denke, also für mich war jetzt Prokrastination dieses unangenehme Gefühl, ich sollte eigentlich das und das machen. Ich kann überhaupt nicht genießen, was ich jetzt anderes mache, weil meine Gedanken eigentlich bei dem sind, was ich machen sollte, aber ich mache das nicht. Also das schaut mich komisch an. Ja? Nein, ich schaue dich interessiert an und freue mich, dass du so viel redest da gerade. Ich merke gerade, ich habe Schwierigkeiten mit dem Atmen. Hört man das sehr? Null. Nee, okay, gut. Dann merkt man das. Ich hätte hier die Definition aus der allwissenden Müllhalde Wikipedia vor mir. Die könnte ich ja mal verlesen. Wir sind so ein geiles Wissensformat, ne? Einfach. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass du sowas auswendig weißt oder jetzt sagst, ja genau, Sophia, also wir als Psychologen. Guck mal, das ist so ein bisschen die liest du aus Wikipedia vor, das ist echt traurig. Die Unsicherheit, denn diese Definition wird bestätigen, dass Sophia völlig recht hatte mit dem, was sie gesagt hat. Dann ist das natürlich Da sind nur so viele schöne große Worte drin, deswegen wollte ich das einfach vorlesen. Dann lies es vor. Prokrastination, ich finde das Wort auch doof, vom lateinischen Substantiv procrastinatio, Aufschub, Vertagung. Das zusammengesetzt ist aus dem Präfix pro,
Vor, vorwärts und im Substantiv Crastinum. Morgiger Tag, vergleicht das Adverb Gras morgen. Tommy ist schon eingeschlafen. Auch extremes Aufschieben ist eine, und das ist nämlich der interessante Punkt, der hier definiert wird, pathologische Störung, also eine Art krankhafte Störung, die durch ein unnötiges Vertagen des Beginns oder durch Unterbrechung von Aufgaben gekennzeichnet ist, sodass eine Fertigstellen nicht oder nur unter Druck zustande kommt. Das Gegenteil der Prokrastination ist die Präkrastination, das heißt, alles möglichst schnell erledigen zu wollen. Das, wo der Florian sich von geheilt hat. Ja, genau. Und interessanterweise ist das aber jetzt keine Störung, die in einem psychologischen diagnostischen Werk auftaucht. Mhm. Aber dieser negative Unterton ist damit drin. Also man sabotiert sich so ein bisschen selber. Oder auch nicht, wenn man so ist wie Florian. Ne? Also ja. ich finde es schwierig, von vornherein zu sagen, der Druck, der da durchs Aufschieben aufgebaut wird, ist per se was Negatives. Also wir haben ja gehört, das kann für manche Menschen auch was Positives sein. Und ich frage mich auch, wo die Grenze dann verläuft zum Vermeidungsverhalten. Also wenn du dann sagst, irgendwie, ich fühle mich nicht wohl damit, ich mach's deshalb gar nicht erst. Oder ach, vielleicht morgen oder auch nicht, weil ich es einfach im Grunde genommen gar nicht machen will. Bist du denn Prokrastinationsfachmeisterin, Alexa? Nein, ich habe noch nie was von dem Wort gehört und ich kann auch überhaupt nicht sagen. Nein, also ich glaube, ich tendiere so ein bisschen in die Richtung von Florian. Ich glaube, ich kann ganz viele Aufgaben am besten mit ein bisschen Druck dahinter erledigen, weil komischerweise das bei mir auch mehr Kreativität freisetzt, ganz oft. Aber ich habe das wohl schon immer gemacht, also sowohl in der Schule als auch im Studium. Ich habe es nur einmal tatsächlich komplett übertrieben. Das ist eine Sache, die habe ich, glaube ich, irgendwann mal beim Pärchenabend erzählt. Aber eine meiner ersten Seminararbeiten, als ich noch Geschichte studiert habe, und ich muss es jetzt einfach sagen, es klingt furchtbar, aber es war halt einfach so, die habe ich noch auf einer elektrischen Schreibmaschine geschrieben. Mhm. Und habe, also weiß ich nicht, wie viel Zeit hat man da, irgendwie 8 Wochen oder so, und habe geschoben und hatte dann auf einmal nur noch 3 Tage für diese Seminararbeit und habe gedacht, ach, das schaffst du, wenn du dich dahinter klemmst, so an so einem Wochenende, schreibt man die doch runter, also gelesen hast du den ganzen Scheiß, du musst es halt nur noch schreiben. Und dann habe ich wirklich diese Maschine 24 Stunden am Tag laufen gehabt und die ist mir dann tatsächlich abgeraucht. Das heißt, ich habe mit meiner Prokrastination einfach ein technisches Dilemma ausgelöst, was dann dafür gesorgt hat, dass ich nicht in der Lage war, diese Arbeit fertigzustellen. Ich meine, das war jetzt in dem Fall nicht so besonders schlimm, weil ich irgendwie einen Aufschub gekriegt habe, aber also das war, glaube ich, schon, das grenzte an Sabotage. Also so krass habe ich es dann hinterher nicht mehr gemacht. Aber das wusstest du ja auch vorher nicht, dass die dann kaputt geht. Also das Nein, hast du ja nicht das irgendwie war ja die antizipiert. Schuld. Genau, die Technik war schon. Meinst du, du hättest es geschafft, wenn die elektrische Schreibmaschine nicht kaputt gegangen wäre? Ja, bin ich mir relativ sicher. Weil also normalerweise habe ich irgendwo im Hinterkopf dann, ich weiß nicht, ob es eine Uhr ist oder irgendwas, das mir dann sagt irgendwie, das und das ist noch machbar. Und wenn du dann, also es geht mir dann scheiße währenddessen, weil ich dann wirklich 24 Stunden am Tag durcharbeite. Aber hinterher ist es dann immer noch einigermaßen gut gegangen. Prokrastinierst du eigentlich? Also ich... Können wir uns einigen, also was meinst du jetzt? Meinst du jetzt das, aufschieben? Das, oder was der du, Alexander definiert hat, diese ja, also da, weil wenn wir sagen prokrastinieren, dann ist das was Negatives. Ja, genau. Was, wo man entweder einen Druck verspürt oder einen Leidensdruck oder wo es einem schlecht geht. Ich habe tatsächlich heute überlegt und habe festgestellt, dass seitdem ich Long-Covid habe, ich das natürlich überhaupt nicht mehr mache, weil ich total froh bin, wenn ich irgendwas machen kann und das dann auch direkt tue. Aber ich, also so wie Alexa sagt, so Hausarbeiten, Kram für die Schule, also einfach so Sachen, wo ich keinen Bock zu hatte, das habe ich immer auf den letzten Drücker gemacht. Und zwar nicht so, dass es mir dann gut ging dabei, sondern ich habe das, was Im ich Zug eben beschrieben habe. Du hast doch mal gesagt, oder? Du hast das auf dem Schulweg. Das hat mich jetzt nicht gestört. Ich habe meine Hausaufgaben im Zug gemacht. Also das fand ich jetzt nicht schlimm, sondern ich meine jetzt dieses, wenn man eine Deadline hat und fängt einfach viel zu spät an. Und das habe ich nicht so gut hingekriegt. Also bei mir war es dann nicht so wie beim Florian, dass es mir dann gut ging oder ich wusste, das funktioniert gut oder irgendwas, sondern mir ging es die ganze Zeit schlecht, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich muss das aber machen. Ach, warum fange ich denn jetzt nicht an? Mist, das muss ich ja noch machen. Also ich habe das gar nicht genießen können, diese Zeit des Nichtmachens. Und ich habe da auch nicht irgendwas Kreatives gemacht, sondern ich habe mich einfach abgelenkt,
andere Sachen gemacht, mich scheiße gefühlt dabei. Also das habe ich so im Studium, ne, wenn ich wusste, ich muss jetzt auf Diplomprüfung lernen, dann war meine Wohnung sehr sauber, die Pflanzen waren überwässert, die Gläser waren poliert, also sowas. Und da ging es mir nicht gut dabei, sondern das war einfach nur total dämlich, das so zu machen. Also insofern habe ich das früher, habe ich das gemacht, aber ich habe dann irgendwann damit aufgehört, als ich genervt genug von mir selbst war und anders als Florian, ja genau das andersrum, und dann festgestellt habe, wie toll das ist, wenn man das rechtzeitig anfängt und wenn das dann gar nicht so stressig wird. Also genau das, was Bina gesagt hat, ne? die Zukunfts-Sophia, an die ich dann gedacht habe, es wäre doch jetzt cool, wenn ich der jetzt so eine Freude machen könnte, indem ich einfach jetzt das schon mal mache. Und aber manchmal ist die Zeit einfach noch nicht richtig, um etwas zu machen. Das kann sein, aber ich glaube... merke ich bei mir nämlich auch oft. Ja. Also ich habe schon Abende verbracht vorm Computer schreibend, weil ich beschlossen habe, du setzt dich jetzt hin und schreibst diesen Text, weil hast ja sonst nichts zu tun. Was ist der Grund, das heute nicht schon erledigt zu haben? Und dann lese ich das am nächsten Tag durch und denke mir so ein Mist und werf das weg. Und es wäre einfach viel besser gewesen, an diesem Abend irgendwas anderes zu tun. Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist einfach, sich selber da im Lauf der Zeit kennenzulernen und rauszufinden, was gerade passt und was nicht. Und mittlerweile, glaube ich, habe ich das einigermaßen im Gefühl, wann es sinnvoll ist, dass ich welche Dinge tue und wann ich zu mir selber sagen muss, ne, heute hat das aber echt keinen Sinn. Und ich fand das ganz, ganz interessant, was Bina vorhin gesagt hat, dass es nichts bringt, einfach nur aufzuschieben und nicht dran zu denken, sondern dass man zuerst irgendwie schon so mal, ich habe vergessen, wie du es jetzt genau gesagt hast, aber so... dass es im Kopf packt. Grundgedanken gehabt haben muss, die dann irgendwie, während man dann was anderes tut und prokrastiniert, reifen können. Und das ist bei mir, glaube ich, auch so. Also ich muss mir mal so die Fragestellung ins Hirn pflanzen und dann muss das sickern und dann kann ich tagelang was anderes machen. Und dann am Schluss ist aber irgendwie mehr da in meinem Kopf, als vorher war. Das ist ganz seltsam. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, das gebe ich zu. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Hirn manchmal so funktioniert. Aber es ist halt wirklich die Frage, ob das jetzt, wie Sophia meinte, dass es, ob das wirklich Prokrastinieren ist. Nee. Also jetzt, wo ihr das nämlich erzählt habt, habe ich nämlich auch, es sind eher so die Dinge, die man nicht erst anfängt und dann auf den letzten Drücker macht und sich dann irgendwie immer ärgert, warum habe ich das nicht gleich gemacht? Das war jetzt auch gar nicht so schlimm. Also ich finde, das, was ihr beide beschreibt, ist einfach nur in Anführungszeichen ein super tolles Zeitmanagement, was an euren individuellen Bedürfnissen orientiert ist und wo ihr einfach wisst, das und das macht am meisten Sinn. Natürlich funktioniert es nicht immer, ne? So wie du gesagt hast, Florian, dann setzt du dich hin und schreibst jetzt doch und obwohl du eigentlich weißt, heute ist jetzt gar nicht so der perfekte Abend dafür oder merkst es erst am nächsten Tag. Wobei ich glaube, du hättest es nicht wegschmeißen müssen, du hättest es nur ein bisschen umschreiben müssen. Ich glaube, du hättest es nicht direkt wegschmeißen müssen. Aber ja, also ich finde, alles das, was ihr beschreibt, das klingt komplett positiv und genau richtig. Hm. Jetzt, das ist natürlich ärgerlich jetzt. Gar nicht, weil was wir nämlich noch gar nicht besprochen haben, ist dein Verhalten dazu. Das sowieso, aber auch Alexanders Verhalten, denn der hat nämlich nur einfach lame was aus Wikipedia vorgelesen, aber noch nicht gesagt, ob er prokrastiniert. Verdammt, ich dachte, es fällt nicht auf. Ich dachte, ich könnte mich drum drücken. Ich habe da gerade drüber nachgedacht und erstmal war es so, dass sehr viele Jahre in meinem Leben ich gar nicht Zeit hatte zum Prokrastinieren, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich bin von einem ICE verfolgt worden und hatte nur eine Deadline nach der anderen vor mir und das musste immer ganz schnell abgearbeitet werden. Ich war da immer nur so ein Erfüllungsgehilfe meiner eigenen und fremddiktierter Pflichten. Und im letzten Jahr war es dann ja irgendwann so, dass ich jetzt dann selbstständiger Content Creator bin und so ohne Deadlines erstmal unterwegs war. Und da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, wie gehst du damit um, auch herauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich dein Betätigungsfeld, was sind denn die Arbeiten, die so gemacht werden müssen? Sea of Thieves spielen mit Herrn Krapfeis. Richtig, damit er seine Hörspiele nicht fertig kriegt. Das ist aber eher neu, das war noch nicht letztes Jahr so, sondern da musste ich mich erstmal reinfinden. Das hat eine Zeit gedauert und es gibt so Dinge, die prokrastiniere ich ganz gerne. Dazu gehören so gewisse steuerliche Pflichten, die prokrastiniere ich mal ganz gerne. Ich bin zwar sehr gut darin, das habe ich mir jetzt angewöhnt, alles einzuscannen, damit ich es digital zur Verfügung habe und nicht noch Quittungen suchen muss. Das hatte ich ganz am Anfang.
Und dann dieses panische Quittung suchen als Selbstständiger ist wirklich nicht schön, dass wir uns da auch nicht in den letzten Jahren ein paar Mal entscheiden lassen, dass... Also wenn man jemanden hat, der diese Quittung bis zum Scan-Vorgang gerne an einer bestimmten Stelle liegen hat und dann aber jemand im Haushalt ist, der gerne aufräumt. Aufräumen, das beißt da meinst du jetzt mal. Intuitives Aufräumen in Form von Verstecken, ohne dass jemand so. Weiß, wo es ist. Genau. Und dann muss man noch erklären, dass du ja, wenn du aufräumst, Dinge aufräumst und danach nicht mehr weißt, wo du sie hingeräumt hast. Mitunter, ja. Das ist aber doch kein Aufräumen. Ich finde es so nett, dass du das Aufräumen nennst. Also du hast ganz früher hast du gesagt, intuitives Aufräumen. Naja, es liegt dann halt nicht mehr rum. Ich weiß dann nicht mehr, wo es liegt, aber es liegt auf jeden Fall nicht mehr offen rum. Du tust es einfach weg. Das ist nicht aufräumen, das ist wegtun. Nein, ich fand es so schön, dass Alexa den Begriff intuitives Aufräumen geprägt hat. Und ich finde, da sollte man auch irgendwie so einen Online-Kurs zu machen, weil das klingt so schön. Das klingt schön, aber es ist totaler Unsinn. Aber es klingt so schön. Ja, aber intuitives Aufräumen heißt einfach nur, da liegt irgendwas, direkt darunter ist eine Schublade, die mache ich auf, dann mache ich so, dann mache ich die Schublade zu und dann mache ich... Aber dann wusste man ja, wo es ist. Die Alexa räumt es ja auf den Dachboden dann oder so. Ja. Was? Weiter weg als 10 Zentimeter auf jeden Fall. Und was ist denn bei euch los? Inzwischen würde ich aber auch sagen, dass bei mir auch sehr viel im Kopf rumbackt. Also ich finde dieses Bild auch ganz schön. Also jetzt vor dem Live-Programm zum Beispiel hatte ich von vornherein die Idee, dass ich so ein Intro-Video haben will, mit dem der Live-Auftritt anfängt. Und hatte in meinem Kopf so eine relativ klare Vorstellung davon, wie das dann so sein wird, welche Musik da drunter liegt und wie lang das ist und so weiter und so weiter und so weiter. Und habe dann quasi wissend, dass die Tour in einem Jahr ist, glaube ich, 11 Monate und 14 Tage gewartet damit, dieses Video zu schneiden. Ich weiß. Und dann ist es gegart. Und dann habe ich es aber geschnitten, glaube ich, innerhalb eines Tages. Habe da was zusammengeschmissen. Ja, das war aber also grundsätzlich überhaupt die Entstehung des Programms. Ne? Ich wollte nicht so weit. Es kommen Donnerstag noch Leute, die... Nein, das finde ich gar nicht schlimm, weil das wirklich was war, was, ich möchte wirklich fast sagen, ein Jahr lang bei uns im Kopf gereift ist. Also da wurden hunderte von Ideen in Erwägung gezogen oder wieder verworfen oder umgestellt oder weiß ich nicht. Und aufgeschrieben haben wir es sehr, sehr spät, aber es war halt vorher im Kopf fertig. Genau. Und ich glaube, das hat auch wirklich die ganze Zeit im Kopf gebraucht, bis das so werden konnte, wie es dann aufgeschrieben wurde. Ich bin aber niemand, der dann beginnt, gibt es ja auch diese Menschen, die immer so Notizbücher haben, die beneide ich so ein bisschen, die dann wirklich in so Notizbücher so ganz dolle Flussdiagramme reinschreiben und alle Ideen notieren und das so durchorganisieren. Das kann ich halt überhaupt gar nicht, sondern bei mir sind es halt eher so 10 Ideen, die ich habe, die ich alle super finde und am Ende werden 3 davon Realität und 2 Jahre später fällt mir die 4. wieder ein. Kennt ihr das Lied von Bina zu Notizbüchern? Es gibt kaum was Schöneres als Notizbücher, finde ich. Ich habe mich ja nicht negativ über Notizbücher geäußert, sondern habe gesagt, ich beneide Menschen, die das können mit so Notizbüchern. Ich kann das nicht. Ich habe immer mein Handy dabei, weil mir die besten Sachen auf Hunderunden und wo auch immer einfallen. Und ich habe dann immer sofort meine Notizen da und kann alles, weil wenn das nämlich in meinem Kopf drinne bleiben muss und ich daran denken muss, habe ich total den Stress. Und wenn ich es aber sofort in dem Moment, wie es mir einfällt, aufschreibe, dann kann ich es vergessen. Dann ist mein Kopf nicht so voll. Ja. Aber ich, also weil du jetzt gesagt hast, Notizbücher und irgendwie so geordnet und Diagramme, das habe ich nicht, sondern mach das so wie Bina. Also ich habe halt die Notizbücher und das schreibe ich das dann rein und da steht es dann drin, aber das ist halt deswegen noch lange nicht geordnet, leider. Also da bin ich noch nicht. So, wie ist das bei dir, Tommy? Magst du heimgehen jetzt? Ich muss arbeiten. Ich ganz ehrlich, ich kann es gar nicht sagen, weil ich jetzt so verwirrt bin über die vielen verschiedenen Arten von Aufschieben und die heilsamen und die nicht heilsamen. Mein Hauptproblem ist ja, wie meine Frau sehr gut weiß, spielt da bei mir irgendwie zumindest in meinem Hirn mit rein, wenn ich um 15.30 Uhr einen Videocall habe, habe ich irrwitzige Schwierigkeiten, vorher etwas Signifikantes anzufangen. Das hat bestimmt nichts mit Prokrastination zu tun, aber das ist so furchtbar. Also ich müsste ja, um Ghostsitter zum Beispiel jetzt zu schreiben, was ich gerade mache, muss ich ja mich hinsetzen, mich in den State of Mind begeben und dann richtig losschreiben und alles um mich herum vergessen und einfach loslegen. Wenn ich aber weiß,
ich habe später noch diesen Termin und davor muss ich jetzt was machen. Ich kann nicht, mein Hirn will das einfach nicht. Und was ich dann mache, das ist, ich kann dann zum Beispiel tatsächlich irgendwie anfangen, irgendwas zu sortieren. Ich kann anfangen, alle Mails abzuarbeiten. Also lauter so kleine Sachen, die jederzeit auch wieder aufgehört werden können. Das kriege ich hin. Aber was Großes anzufangen, wo ich dann vielleicht im Fluss bin und wo ich dann wieder aufhören muss, obwohl ich weiß, dass ich zwischendurch wahrscheinlich auch was Mittagessen muss, ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht. Bist du nicht allein. Ja. Na, also das ist ja was, was vielen Menschen so geht, gerade Menschen mit ADHS oder Autismus. Das ist halt so. Und ich finde eigentlich großartig, dass du inzwischen das weißt und sagst, okay, ich sehe ein, es ist so, und nicht mehr dagegen ankämpfst, so nach dem Motto, das muss doch gehen und das kann doch nicht sein. Und ich kann es total nachvollziehen, wenn man dann sagt, ja, aber ich habe doch jetzt so und so viele Stunden, warum geht es denn nicht? Ja, weil es halt nicht geht. Und wenn man dann sagt, ja, okay, ich bin halt so, das geht halt nicht, und du füllst aber die Zeit mit was anderem und sitzt nicht da und starrst vor dich hin, ist es doch super. Ja, also immerhin, das stimmt, das ich kann es mit was anderem füllen. Viele also auch nicht. Zum Beispiel heute Vormittag dann einfach mich hingesetzt und habe ein Konzept überarbeitet, wo ich wusste, selbst mit meinem bizarren Zeitmanagement, das wird nicht länger als 2 Stunden dauern. Also in meinem Hirn dauert immer alles eine halbe Stunde. Ja. Lacht sie. Ja. Das hat auch, sind auch Schwierigkeiten, wenn ich dann zum Beispiel sehe, ich habe jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, bis irgendwas ist. Kann es passieren, dass ich in dieser Viertelstunde noch etwas anfange, wo völlig unrealistisch ist, dass das irgendjemand in 15 Minuten schafft. Jemals. Aber ich muss es machen, wie vorhin, kurz bevor der Stream begann, konnte ich nicht anders, als da angezeigt wurde, dass das iPad ein Update will. Ich war nicht in der Lage zu akzeptieren, dass da an diesem Einstellungsding, an dem grauen App-Zeichen, dieses rote, da musst du noch was machen, ist. Ich kann es nicht. Ich muss das sofort machen. Oder ein Windows-Update, bevor eine Videokonferenz ist. Ich muss es sofort machen. Bina, du nickst. Hast du das auch? Ja, du, ich sehe mich total. Also ich auch die Zeit, wo ich Kopfstimme gemacht habe, da habe ich ja quasi den kreativen Kanal komplett gemacht, war aber auch immer noch als Redakteurin administrativ unterwegs. Boah. Und das hat mich so abgefuckt, weil ich, wenn ich wusste, ich habe an dem Tag von 11 bis 11.45 Uhr ein Meeting und von 16 bis 17 Uhr ein Meeting, ich kann da nichts machen dazwischen. Ich kann da nicht mich dazwischen hinsetzen und anfangen, Musik zu machen, wenn ich weiß, okay, jetzt ist aber gleich auch schon wieder Mittag, da muss ich ja mit dem Hund auch nochmal rausgehen. Du brauchst einfach für Kreativität Raum und Ruhe. Und das ist auch so ein bisschen der Tod aller Kreativen gerade, weil dir gesagt wird von den Plattformen, du musst halt hintereinander Content machen, wenn du eigentlich dich eine Woche in eine Hütte im Wald setzen müsstest, ohne Internet, ohne Handy, ohne Content, um kreativ zu sein. Weil wirklich kreativ sein kann man einfach nicht mehr in der heutigen Zeit. Vor allem nicht, wenn man halt alleine ist. Und das mit, ich habe das total, als du das erzählt hast, das ist ja auch ein Meme. Also das sind nicht nur du, nicht nur ich. Mhm. Das ist genau dieses, wenn man, also ich habe es immer so erklärt, diesen Switch zwischen kreativen und administrativem Hirn. Ich kann nur entweder oder, ich kann nicht hin und her und hin und her und hin und her und hin und her. Es geht einfach nicht. Ja. Aber gibt's denn Leute, die genau den Spagat super hinkriegen, oder kann man das lernen oder so? Weil, also das kann ich total gut nachvollziehen, dass du so, also dass jede Aufgabe oder jede Tätigkeit ja auch so ihre bestimmte Zeit hat. Also dass man so kurze administrative Sachen super auch mal zwischen 2 Terminen machen kann. Und dann aber der kreative Prozess wesentlich länger dauert, weil du ja da erstmal überhaupt reinkommen musst. Gibt es da irgendwelche Tipps? Kann man da das handwerklich lernen oder muss man damit leben, wenn man das nicht so gut kann? Also ich finde, das Wichtigste ist, sich selber zu kennen und zu wissen, was geht nicht. Und dann kann man gucken, natürlich kann man Sachen lernen. Also du kannst ja, also es gibt ja auch Verhaltensweisen, die sind erlernt, und insofern kannst du die auch wieder verlernen und andere Sachen lernen. Also man kann zum Beispiel lernen, ein besseres Zeitmanagement. Ne? Oder man kann sich Routinen quasi selbst beibringen, mit denen man besser anfangen kann oder besser starten kann. Oder, ne? Also da, all das kann man schon machen. Aber dieses Grundsätzliche, dass man nur kreativ sein kann, wenn man auch den Kopf frei hat,
Ich glaube, das ist bei fast allen Menschen so. Also ich weiß, es gibt Autoren und Autorinnen, die können sich einfach hinsetzen und losschreiben. Du hast auch gesagt, du konntest das früher. Konnte, ne? Das problemlos früher. Hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun. Dann, das, ne? Kann schon sein, dass das mit dem Alter, also, zu tun hat. Aber ich konnte wirklich, also bis vor 15 Jahren, ehrlich gesagt, sowas. Oder also es sowas, gibt es schon. Konnte ich mich überall, jederzeit hinsetzen, sofort anfangen und auch sofort wieder aufhören. Ich habe sehr viel Sachen geschrieben auf dem Weg zu irgendwelchen Bandauftritten im Auto, die ProSieben-Märchenstunde, teilweise in der U-Bahn und wo es halt irgendwie gerade ging, wo hatte ich so einen kleinen Laptop, den man so ein kleiner Sony-Laptop, und konnte überall jederzeit schreiben. Das kann ich nicht mehr, das ist vorbei. Das geht wobei nicht mehr. Das auch sein kann. Also ich kann mich erinnern, dass ich auch so auf Zugfahrten sehr gut Gutachten schreiben konnte und mich dann irgendwann gefragt habe, warum geht denn das im Zug so gut? Weil mich nichts anderes stört. Und also bei mir persönlich ist es, bei mir persönlich war es auch so, dass wenn ich wusste, ich muss jetzt gar nicht, dann konnte ich richtig gut schreiben. Also deswegen kann ich persönlich auch richtig gut nachts arbeiten oder konnte ich früher und nachts schreiben, weil zum einen stört dich da niemand und zum anderen habe ich Ruhe und für mich den Gedanken, das ist jetzt so eine Bonuszeit. Ich muss jetzt eigentlich gar nicht arbeiten, weil es ist ja Nacht. Das kann ich nicht. Und das ging bei mir super. Also das heißt, es ist einfach total individuell. Wenn ich nicht muss, schreibe ich nicht. Dann schreibe ich einfach nicht. Aber du machst zum Beispiel Musik, wenn du nicht Musik machen musst. Also das gibt ja schon Sachen. Ja, das schon. Ich glaube, wenn du jetzt viel mehr Musik machen müsstest und ganz wenig schreiben müsstest, wäre es umgekehrt. Würde ich eine Menge schreiben. Ja. Ja, also und ich kann auch tatsächlich nach wie vor unter Druck wahnsinnig. Also ich kann mich da in so ein Bewusstsein einschalten. Das war immer, wenn ich zum Beispiel, immer wenn ich versuche, Urlaub zu machen mit meiner Frau, dann ist es so, dass die Bummfilm eigentlich anruft und sagt, du, wir haben ein Problem, wir, keine Ahnung, der Autor von Pummel-Einhorn ist ausgefallen, wie jetzt letztes Mal zum Beispiel, du musst das jetzt schnell schreiben, wir nehmen nächste Woche auf. Das passiert gerne in Urlauben. Oder ich glaube, das passiert einfach generell und manchmal bin ich halt im Urlaub. Im Urlaub fällt es einmal halt mehr auf. Und da habe ich, du warst ja dabei, glaube ich, 2 Ghost-Sitter und ein Pummel-Einhorn im Urlaub geschrieben oder so. Mhm. Ja. Das hättest du aber zu Hause auch gemacht. Also ja, natürlich. Einfach, ne? Ja, ja, klar. Ja. Weil ich musste und dann ging es auch. Ja, und dann hast du aber auch nichts anderes gemacht. Nee. Also, gegessen habe ich gelegentlich. Ja, ich glaube, was da auch eine Rolle spielt, ist, ob man es mal aushält zu sagen, ich gucke jetzt nicht nach Mails oder so. Also ich glaube, dass schon man, weil du gefragt hast, ob man was lernen kann, Alexa, also wenn man lernt, sich so zu kontrollieren und die Impulskontrolle so zu kontrollieren, dass man die Impulskontrolle kontrollieren, das habe ich schön gesagt. Also dass man sich selbst so kontrolliert, dass man eben sagt, ich arbeite jetzt eine Stunde an diesem Text oder an was auch immer und schaue nicht in dieser Zeit nach Mails und schalte das auch aus und meinetwegen kann man jetzt sagen, ich lasse mein Handy laut, dass wenn was ganz Dramatisches passiert, man mich anrufen kann. Und alles andere schalte ich aus, weil alles andere kann mindestens eine Stunde warten. Und das ist was man schon lernen kann. Da hat mir durch Gewohnheit tatsächlich die Apple Watch geholfen, weil ich damit mein Handy weglegen kann. Ja. Das war also beim Arbeiten und so. Das ist schon angenehm. Oder auch, wenn wir mal essen gehen, zu wissen, ich könnte jetzt, also ich lege es dann trotzdem neben mich, fällt mir gerade auf. Das Handy liegt trotzdem da. Fuck, ich könnte es eigentlich weglegen. Und aber es kann ja sein, dass man sich über was unterhält und dass man dann was nachgucken muss. Muss, ne? Das ist ja immer, und genau, und wenn ich mit dem Alexander Sea of Thieves spiele und wir haben da so eine Situation, wo wir jetzt beide wissen, wir segeln jetzt einfach mal nur geradeaus, der Wind ist da, dann merkt einer von uns beiden immer, dass der andere still wird und dann wissen wir ganz genau, du guckst doch schon, du guckst doch schon wieder irgendeine jetzt Scheiße nach, ob irgendjemand irgendwelchen Kack irgendwo drunter kommentiert hat. Ja? Und dann Alexander, ja, ich bin hier, was ist los? Wir fahren gegen einen Felsen. Ah ja, das wusste ich. Ist bei dir aber auch manchmal so. Ja, natürlich, wir fahren gegen einen Felsen, ich wusste das. Gluck, gluck. Komm, ich verbrenne da gerade die Schnitzel. Wolltest immer du mich fragen? Ah, ja, immer. Ja, ich hatte gerade der. Das also ist echte Nein. Virtuelle Schnitzel. Nein, ja, wir, also um das mal ganz kurz zu erklären, das stimmt tatsächlich. Das haben auch viele Leute, die bei den Livestreams dabei waren, schon, glaube ich, in ihrer Bingo-Karte. Ich vergesse, ich lege in diesem virtuellen Piratenspiel Schnitzel in eine Pfanne,
damit kann man halt seine Health aufleveln. Ich lege die da rein, in dem Moment, wo die da liegen, habe ich sie sofort vergessen und mache dann irgendwas anderes. Und dann verbrennen die und manchmal fängt dann das Schiff an zu brennen. Ich glaube, das hat nichts mit Prokrastination zu tun, sondern ich bin halt einfach nicht der Hellste. Du lernst da auch nichts draus, nein. Oder wie? Ach so. Nein. Doch, er lernt daraus, mir zu sagen, ich habe jetzt Fleisch in die Pfanne gelegt. Genau. Denk mal mit dran, aber wenn wir dann beide im Handy rumgucken, ist da halt auch bei mir dann der Zug abgefahren. Fuck. So ist das dann. Ja. Also, ich hatte vorhin noch irgendeine Frage, aber die habe ich jetzt tatsächlich wieder vermisst. Hast du verschoben? Ja, vergessen halt. Sleepy Coffee Junkie schreibt, oh mein Gott, ich muss mir in den Chat gucken. Es gibt eine mathematische Formel, die Prokrastination abbilden soll. Florian, pass auf. Erfolgserwartung mal Wert des Ergebnisses, geteilt durch Impulsivität mal Zeit bis zum positiven Ergebnis der Aufgabe. Stammt von Pierce Steele, Universität Calgary. Man schiebt vor allem dann auf, wenn es bis zum Erfolg länger dauert und man sich nicht sicher ist, die Aufgabe gut bewältigen zu können. Impulsivität kommt erschwerend hinzu. Typisches Beispiel Steuererklärung. Könntest du jetzt, wenn du das googelst, könntest du da was ausrechnen jetzt für uns? Ja, ich glaube, in solchen Bereichen muss man so Formeln immer eher symbolisch sehen, weil all diese Größen, die du jetzt vorgelesen hast, kann man ja nicht quantifizieren. Es gibt keine Maßeinheit für all das. Also das sagt eigentlich nur aus, was die Prokrastinationswahrscheinlichkeit erhöht und was sie senkt. Aber mir fällt jetzt auf, dass schon zum zweiten oder zum dritten Mal von Steuererklärungen die Rede ist. Warum dürfte so ein Ding sein, oder? Also bei mir ist es nämlich auch so. Ich muss den Eindruck von vorhin noch zerstören, nämlich den Eindruck, dass ich irgendwie ausschließlich positiv umgehen würde mit Prokrastination. Das ist natürlich vollkommen falsch. Also gerade wenn es um so organisatorische Dinge geht wie Steuerdinge, dann ist es ganz furchtbar bei mir. Also ich kenne diese durch und durch negative und unkreative Form von Prokrastination schon auch, dass ich nämlich weiß, ich muss etwas tun und ich schiebe das vor mir her und es quält mich und ich verbringe jeden Tag tatsächlich 30 Minuten damit, mich darüber zu ärgern, dass ich eine Sache machen muss und das Ganze aber über 2 Monate. Und dann irgendwann mache ich die Sache und sie sind 2 Stunden erledigt. Und ich könnte mich ohrfeigen dafür, dass ich nicht die Zeit, die ich für den Ärger vergeudet habe, einfach verwendet habe, die Sache zu erledigen. Und ich kriege das nicht weg. Und wenn ihr alle auch sagt, bei Steuerdingen und so Finanzbuchhaltungszeugs ist das so, dann scheint das ein globaler Trend zu sein, habe ich dann eigentlich. Ich mache das gerne. Mir macht das Spaß. Was? Du bist halt auch komisch. Du bist halt komisch. Und der Michael Kessler macht es auch gerne, hat er gesagt. Der macht seine Steuererklärung selbst. Ich kann dir auch sagen, warum. Ich habe wahnsinnig viel Freude dabei, Dinge zu ordnen. Und ich mache immer am Ende des Jahres schreibe ich eine Liste für meine Steuerberaterin, für die ich alles vorbereite. Mit so, auch für alle meine Quittungen habe ich nicht nur fotografiert, sondern schreibe sie auch noch in eine Excel-Liste, die mit 9%, die mit 13%, was auch immer. Schreibt extra noch in diese Liste noch alles für sie, dass sie es quasi nochmal digital hat, dass sie nicht diese einzelnen Belege halt durchgucken muss. Dann mache ich eine komplette Aufstellung von allen Einnahmen, Ausgaben. Ich mache quasi alles fertig und dann freue ich mich, wenn ich am Ende des Jahres das alles fertig habe. Und dann mache ich wirklich immer am Ende des Jahres mache ich die Fertigung. Und dann habe ich es weg. Dann ist es das ganze Jahr lang weg. Und ich mache alle Quittungen, wenn ich was bestelle, mache ich sie sofort in den Dropbox-Ordner Steuern, damit ich gar nicht erst am Ende des Jahres alles zusammensuchen muss, sondern genau in dem Moment, wo ich die Rechnung habe, ziehe ich sie schnell in diesen Ordner. Das macht mir so einen Spaß. Und ich habe aber Freude während des Prozesses. Also ich habe nicht erst die Freude, das gilt wenn es nicht. Ja, das gilt dann nicht. Das gilt nicht. Nee. Freude in dem Prozess des Ordners. Denn wir hassen es. Beide. Dann denke ich mir, oh Mann, die Steuerberaterin wird sich jetzt total freuen, wie viel Mühe ich mir gemacht habe. Also ich stelle trotzdem die volle Rechnung, aber ja. Ich habe eine Schublade mit Zetteln. Ein Jahr lang werden einfach Zettel in diese Schublade geworfen, bis mir dann irgendwann mal so graut vor dieser vollen Schublade, dass ich erzähle es, weil diese Woche war
diese Woche. Oh nein. Wo dann die Schublade ausgeräumt wird. Und mein Problem ist, ich glaube, du hast ein Erfolgserlebnis, hast du gerade beschrieben, wenn dann alles wunderschön und sauber ist. Mein Problem ist, ich komme an diesen Punkt nicht, weil es gibt ungefähr jedes Jahr ungefähr 18 Punkte, die ich einfach nicht verstehe und wo ich nur meinem Steuerberater sagen kann, du kümmer dich drum, ich weiß es auch nicht, wie ich das machen muss. Und dieses Erfolgserlebnis, dass am Schluss alles sauber und schön ist, das habe ich nie. Ich glaube, das ist mein Problem. Ist aber wirklich, das ist genau... Ja. Ich sollte mich einfach besser auskennen mit dem Zeug, dann hätte ich auch das Erfolgserlebnis. Ja, wenn man was gerne macht, ist es ja, also deswegen habe ich gesagt, das gilt nicht. Wenn man was gerne macht, dann ist es ja, dann tippt man es ja nicht auf. Und ich glaube, es ist auch dieses, also ich bewundere das, dieses, die Menschen, die so einmal im Jahr Steuer machen, weil ich, das finde ich wirklich irgendwie ganz schrecklich. Also ich könnte das, aber ich, also nee, weil das ist dann einfach der Berg zu groß. Und ich glaube, naja, man hat ja diese kurzfristige Befriedigung, dass man diese Quittung jetzt in die Schublade legt und dann ist die weg. Das ist ja erstmal kurz gut. Oder wie Alexa auf dem Dachboden. Ja, also ne, das ist ja erstmal so ganz kurzfristig gedacht eine Befriedigung. Und insofern, es ist einfach schwierig, da langfristig zu planen. Aber was mir gerade eingefallen ist, es gibt ja so Buddy-Systeme. Also wenn wir jetzt uns verabreden würden und würden sagen, wir machen das jetzt alle mit dem Steuerkram einfach direkt dann, wenn es ansteht, und freuen uns dann wahnsinnig und klopfen uns gegenseitig auf die Schulter und sind dann der Club der Leute, die es geschafft haben, ihre Steuern irgendwie nicht so lange aufzuschieben, könnte das funktionieren. Ah, das ist ja Coworking, genau, ja. Das ist ja der Hype des Coworkings, das finde ich auch total schön. Das kann ich halt wieder gar nicht, also bei Steuern mag schon sein, aber nein, das kann man auch nicht zusammen machen, sondern man kann sich verabreden, also nicht in Form von wir treffen uns, sondern dass man sagt, lass uns doch mal wirklich das versuchen. Mhm. Lass uns doch das dieses Jahr jetzt mal anders machen und gucken, was passiert. Und gucken, wie geil das ist, und dann fühlen wir uns alle so fröhlich wie die Biene. Niemand kann also sich fast so fröhlich fühlen. Wie gut, wir werden es alle nicht so ordentlich hinkriegen. Ich hätte übrigens noch einen Fun-Fact zu dieser Prokrastinationsformel des Wissenschaftlers aus Calgary. Weil du jetzt die ganze Zeit gegoogelt hast, anstatt... Er hat dafür 10 Jahre gebraucht. Ich dachte, er wäre eingeschlafen übrigens. Ja. Das war ganz witzig, weil er so... Nee, ich dachte, er schreibt jetzt irgendwie jemand anderen. Und der hat nämlich gar nicht nach dieser Formel gesucht, sondern eigentlich seine Doktorarbeit schreiben wollen und hat dann nebenbei... Nein. Krass, wirklich jetzt? Der hat prokrastiniert. Nein, das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Aber ich wollte euch alle nicht unterbrechen. Aber war der Witz so gut? Der war nicht schlecht, ich hab's geglaubt. Ja. Wäre besser gewesen, wenn er direkt gekommen wäre, aber ich hatte gedacht, ich schiebe mir ein bisschen ein. Ja, super. Mr. Capture schreibt, hat hier eigentlich jemand kein ADHS? Du. Du hast keins, glaube ich, oder? Also... Weiß ich nicht. Also ich habe mich jetzt nie diagnostizieren lassen. Ich bin schon neurodivers. Das ist eher in Richtung Autismus, aber ich keine Ahnung. Also da bei mir Dinge helfen, die du bei ADHS hast helfen. Schon ADHS, ja. Bin ich mir sehr sicher. Und auch irgendwas lassen da so saublöd, ey, unfassbar. Aber Florian, die Aussage, du hast das. Naja, ich meine, also viel offensichtlicher geht's ja nicht. Das ist, wenn man so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und Konzentrationsspanne hat. Ist das dann so? Weil dann habe ich das. Tu doch nicht so. Ja, du hast das auch. Die eines Kaninchens. Also können wir bitte eine eigene Sendung darüber machen und nicht jetzt dieses ADHS-Thema aufmachen und sagen, ADHS ist, wenn man sich nicht konzentrieren kann, weil das ist definitiv nicht so. Und ich möchte bitte jetzt keine komischen küchenpsychologischen Sachen über ADHS hier verbreiten. Also, das muss ich jetzt mal kurz mal den Spaß hier rausnehmen, weil wir wollten ja nur die Frage beantworten. Ich sag mal, was ADHS ist und was es nicht ist. Ich meine, das ist einfach zu komplex und es ist auch zu wichtig, weil viele Menschen leiden darunter und deswegen mag ich das jetzt nicht, wenn wir das so kurz abhandeln. Stimmt. Dann möchte ich dem die Zeit und den Raum geben. Definitiv. Verdient. Was ich dazu eigentlich nur sagen wollte, ist, dass ich gemerkt habe, dass Dinge, die man, wenn man ADHS hat, machen kann, wenn ich die mache, geht es mir besser. Also das ist schon sehr, 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 sehr offensichtlich und das ist sehr angenehm. Also und dass ich da so lange gebraucht habe, also es hilft mir bei der Arbeit und es hilft mir auch bei diesem
gegen mich selbst gerichteten Prokrastinationsvorwurf, weil ich immer dachte, warum fängst du denn nicht an? Fang doch an, du hast doch jetzt noch Zeit. Mach's doch. Und es ist schon angenehm, irgendwie zu wissen, dass ich halt in dem Bereich speziell bin und andere Umstände brauche, damit ich anfangen kann. Das ist tatsächlich schon wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Ja, aber das machen wir. Natürlich machen wir definitiv irgendwann ein Nachsitzen dazu. Das schieben wir halt noch auf. Wir haben da auch schon sehr viel bei Alle bekloppt drüber gesprochen. Ja, ja, klar. Also wer das gerne, wenn das interessiert, der kann da auch mal rein. Genau, also es gibt für die Leute, die sich wissen, es gibt noch einen Stream, den machen wir auch. Der heißt Hashtag Alle bekloppt in einem Wort, weil wir alle bekloppt sind. Und da ist es so, dass die Leute im Chat Fragen stellen können und unsere beiden DiplompsychologInnen beantworten die nach bestem Wissen und Gewissen, ohne natürlich den Anspruch zu stellen, dass es sich um eine echte Beratung handelt, weil das nicht geht. Also auch da gibt es, meine ich, keine genaueren Abhandlungen über ADHS, oder? Alexander, haben wir das? Ja, aber wir haben es halt oft thematisiert. Wir haben es halt mal angesprochen und immer was wieder dazu gesagt, aber... Mehrfach thematisiert, genau. Also deutlich ausführlicher als hier jetzt gerade. Genau. Tut mir leid, dass ich da jetzt so die Spaßbremse bin. Ja, super. Ja, vielen so Dank, bin ich halt. Jetzt sind also richtig weiter sind wir jetzt nicht. Also wir haben jetzt alle erzählt, wie es bei uns so ist. Dann haben wir versucht, das irgendwie einzugrenzen. Ich fand bis jetzt das Hilfreichste, dass man es, dass das tatsächliche Prokrastinieren eigentlich eher was Negatives ist. Und das Zeitmanagement oder Spaßmanagement oder Motivationsmanagement was anderes ist als Prokrastinieren. Also ich empfinde auch den Begriff prokrastinierend als belastend. Also wenn ich tatsächlich merke, ich könnte jetzt doch eigentlich an, also wenn ich wenn es so auf mir lastet, wenn ich mich selber dafür, wenn ich von mir selber genervt bin. Ich glaube nicht, dass man das trennen kann voneinander. Also ich glaube, das geht beides gleichzeitig. Dass es tatsächlich eine negative Komponente hat und belastend ist und sich schlecht anfühlt, dass es aber gleichzeitig trotzdem irgendwie notwendig ist. Also ich glaube nicht, dass es zwei vollkommen getrennte Dinge sind, zwingenderweise. Weißt du was? Entschuldige, dass ich schon wieder rede, aber da hat der Florian recht, denn gerade in diesen Tagen, ist es so, dass ich eine Ghostwriter-Folge zu Ende schreiben könnte und müsste, aber wenn ich abends im Bett liege, fallen mir lauter Lösungen ein für Probleme, die ich gestern zum Beispiel noch hatte und vorgestern, und es bildet sich tatsächlich im Laufe der Tage jetzt, auch übers Wochenende, so eine Lösung, wo ich mir jetzt tatsächlich gedacht habe, ach, so könnte das wirklich funktionieren. Und das kann sein, dass mir das mir wäre vielleicht was anderes eingefallen. Das kann schon sein, ne? Wenn ich einfach da sitze und sage, jetzt schreibe ich halt irgendwas. Aber das ist schon heilsam irgendwie, obwohl ich es aufschiebe. Ja. Aber? es gibt Menschen, die leiden da wirklich extrem drunter. Und ich glaube, hier sitzt niemand davon. Und deswegen möchte ich das so nicht stehen lassen, dass das, also das kann was Heilsames haben, das kann was Positives haben, dann würde ich es aber nicht Prokrastination nennen tatsächlich, okay, sondern dann würde ich es Aufschieben nennen. Und es gibt Menschen, die haben damit ein richtig schweres Problem und die sind sehr beeinträchtigt in ihrem Leben dadurch, dass sie nicht wissen, wie kann ich das ändern oder was kann ich machen. Und meinst du, es wird dann so banal? Ich möchte jetzt nicht, dass das so wirkt, als wäre das alles kein Problem, weil das kann ein ganz, ganz großes Problem sein. Also bis hin zu, ich verliere meinen Job, weil ich irgendwelche Sachen nicht hinkriege, oder ich habe keine Kunden mehr, oder ich kann meine Rechnung nicht bezahlen, weil ich halt ständig Sachen liegen lasse. Also ich möchte, boah, ich bin heute echt übel, ne? Ich bin voll die mega Spaßbremse heute, weil ich das schon wieder sage. Also das kann was wirklich ein ganz großes, ernsthaftes Problem sein. Also ich bin eher begeistert, wie du da heute... Wie ich da heute so den Spaß rausnehme aus der ganzen Sendung. Nein. Das kann ich. Nein. Also ich habe während des Studiums, was ja schon ein paar Tage her ist, aber tatsächlich ein paar Menschen gesehen, die... das ist auch nicht immer Prüfungsangst gewesen. Das ist ja auch nochmal ein eigenes Thema. Aber durch Aufschieben und Prokrastination zum Teil sozusagen auch ihr Studium verhauen haben, weil sie sich zum Beispiel auf relevante Prüfungen, die man unbedingt haben muss, um weiter studieren zu dürfen,
das gab es da in verschiedenen Studiengängen, nicht vorbereitet haben, das immer auch vorhergeschoben haben und irgendwann den Lernstoff nicht geschafft haben, dann durch Prüfung gefallen sind. Und weil sie es falsch eingeschätzt haben. Ein paar davon haben es dann geschafft. Andere haben natürlich dann dadurch auch zusätzlich zu diesem, wie soll man das sagen, dieser Persönlichkeitseigenschaft, wenn man es einmal so nennen will, dieser schädlichen Persönlichkeitseigenschaft der Prokrastination, dann noch eine Angst hinzubekommen. Und wenn sich das dann beides auch bedingt, also wenn du dieses durch Prokrastination einmal das Erleben von Scheitern hattest und dann auch in einem hochrelevanten Bereich, so wäre der Beruf gerade auch schon genannt, dann ist das ein echtes Problem. Und dann kann dich das natürlich auch sehr, sehr hemmen, überhaupt produktiv noch bei irgendwas zu sein. Und das ist dann tatsächlich relativ schwierig. Und wenn wir dann ernsthaft bleiben, dann sind wir bei dem Moment, wo man sagen muss, da sollte man sich überlegen, ob man sich dann Unterstützung sucht, weil man es unter Umständen nicht mehr alleine hinbekommt, dagegen anzuarbeiten. Und dann ist es wirklich dramatisch und schwierig. Also hier wurde sehr viel Zuspruch. Okay. Du kannst das da 4 Seiten lang runterspulen. Da gibt es schon auch Dinge, die man tun kann. Also wenn das jetzt jemand hört oder sieht oder beides, der da ein großes Problem hat. Also man kann das tatsächlich einigermaßen gut in den Griff kriegen. Also nicht, dass es jetzt komplett verschwindet. Also die Persönlichkeit ist ja, wie sie ist, aber es gibt schon eine Menge Dinge, die man lernen kann, die einem helfen, das besser zu strukturieren und da zumindest Schlimmstes zu verhindern. Also das gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, gerade an Universitäten gibt es da gute Beratungsstellen, weil Studenten einfach prädestiniert sind dafür, weil die nach dieser Schulzeit, wobei ich glaube, heutzutage ist das ja auch relativ verschult, ist es vielleicht anders, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe das bei uns auch so erlebt, also, dass einfach ganz viele, dadurch, dass es so anders war als in der Schule und man irgendwie vielleicht auch gar nicht wusste, wie lerne ich denn jetzt richtig und wie bereite ich denn sowas vor, was da erst so in einem halben Jahr fertig sein muss, dass die da wirklich krasse Probleme hatten. Ich habe eine Frage, die ich gerne jeder einzelnen Person, die heute hier anwesend ist, stellen möchte. Kennt ihr das? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Wenn ihr eine Aufgabe habt, die so gigantisch ist, dass ihr denkt, das ist so viel, da fange ich jetzt, ist ja egal, ob ich jetzt anfange oder nicht. Das ist so monströs. Selbst wenn ich mich jetzt eine Woche hinsetze, schaffe ich 2,4%. Dann kann ich es doch auch lassen und morgen anfangen, weil es ist eh egal. Florian, kennst du das? Oh, ich kenne das so gut und das war für mich ein ganz großes Problem, während ich an meiner Dissertation gearbeitet habe. Eine Dissertation ist ja so ein Megaprojekt und diese Phase hat bei mir tatsächlich 5 Jahre gedauert. Was zu lang ist, das soll man nicht tun. Man soll das schneller abschließen, aber das war bei mir so. Und ich hatte tatsächlich so ganz massiv das Gefühl, erstens mal war das Ziel nicht klar. Mein Chef sagte damals, ja, forsch mal, rechne da mal Sachen aus. Ne? Und es war eigentlich nicht klar, wohin das führen soll. Und dann macht man halt mal ein bisschen. Aber man kommt schnell dann zur Erkenntnis, ob ich heute etwas mache oder nicht, ist vollkommen egal. Ja. Ich kann heute auch einfach im Internet rumklicken und mache das morgen, weil vielleicht will mein Chef in 4 Wochen mal mit mir kurz reden, ob was passiert ist oder nicht. Aber es ist vollkommen egal, was ich heute mache. Und es ist eigentlich auch egal, ob ich diese Woche etwas mache oder nicht. Und dann rechne ich ein bisschen was aus, was ich gerade interessant finde und was aber eigentlich vollkommen irrelevant ist. Und aus den Tagen und Wochen werden dann plötzlich Monate und irgendwann ist dann ein Jahr vergangen und dann hat man das Gefühl, okay, ich habe jetzt viele Zetteln auf meinem Schreibtisch, aber die große Struktur des Projekts sehe ich irgendwie noch immer nicht. Und das ist ein Gefühl, unter dem ich sehr gelitten habe. Das war wirklich eine hässliche Zeit. Und ja, wenn es irgendwie geht, ist, glaube ich, die Strategie ein großes Projekt einfach zu filettieren in kleine, überschaubare Brocken. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die man da hat. Ja, das ist jetzt in manchen Fällen möglich. Das ist jetzt bei einem Skript schwierig, weil ich muss halt einfach anfangen. Ich kann es nicht filettieren. Ich kann auch nicht sagen, ich schreibe heute jetzt mal eine Szene, ehrlich gesagt. Ja, aber hast du nicht irgendwie geschafft. so ein Brett mit Aufklebern und Szenentafeln und so etwas? Möchtest du das vielleicht beantworten? Ja, in seinem Kopf.
Danke. Okay. Schöne Antwort, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja. Alexa, kennst du das? Paralyse vor Monsterprojekten und dann fängst du erst gar nicht an. Alexander, hör auf zu grinsen. Schau ganz neutral jetzt. Meine Antwort wird dich vielleicht überraschen, Schatz. ehrlich gesagt nicht. Also, ach. Weil ich, vielleicht ist es Selbstüberschätzung, weil ich bisher, auch wenn es dann mal stressiger wurde, als ich vorher gedacht habe und ich Sachen auch total unterschätzt habe, auch so vom zeitlichen Umfang her, dann halt ein bisschen schwieriger wurde als gedacht. Ich habe es immer hingekriegt. Also ich bin noch nie so wirklich gescheitert. Also es gab mal eine Übersetzung, die habe ich am Anfang ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Da habe ich nach einer Woche festgestellt, ach du Scheiße, oh Gott, da kommst du echt an deine Grenzen. Da musst du jetzt nochmal ordentlich eine Schippe drauflegen und dann wird es halt ein bisschen ungemütlich. Aber hat halt trotzdem gepasst am Ende. Und ehrlich gesagt, also so auf die Nase gefallen bin ich noch nicht. Okay, Alexander. Ich wüsste das auch nicht, okay. Dass ich, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch nie so eine große Aufgabe hatte. Oder ich bin in der Lage, so wie Florian das sagt, immer so ein bisschen die Dinge, die anstehen, mir zu filetieren. Mhm. Oder aber, das habe ich vielleicht ein, zwei Mal in meinem Leben gehabt, bin einfach zu dumm zu erkennen, wie groß diese Aufgabe ist, die da vor mir steht. Das kenne ich auch. Dann einfach. Ignoranz. Kann aber auch ein Vorteil sein. Das ist ein Vorteil. Ja, das ist der Dunning-Kruger-Effekt in dem Sinne, dass man einfach es gar nicht überschätzt, weil man einfach keine Ahnung hat. Ja. Genau. Das ist eher. Und das ist schon eher. Nina, du machst es ja ganz einfach. Du machst einfach immer nur Lieder, die eine Minute lang sind. Dann kann dir das gar nicht passieren. Also die Rockoper werden wir von dir vielleicht erst später bekommen. So. Ich habe mich total wiedergefunden in dem, was Sophia gesagt hat. Nämlich auch diese Studienzeit. Das ging mir nämlich genauso. Ich kam aus der Schule ins Studium und dachte mir, ja, bisschen lernen halt, ne? Ja, denkste, ich habe total abgekackt. Ich hab aber auch gemerkt, es ist dann auch so ein bisschen alles klar geworden, als Sophia das erzählt hat. Ich wusste gar nicht, wie man lernt. Hm. Und ich habe prokrastiniert, weil ich nicht die Taktik hatte, weil ich nicht wusste, wo fange ich denn jetzt eigentlich an, weil ich das einfach nicht konnte und weil ich dann vielleicht auch Angst hatte vor dem Scheitern. Dass ich vielleicht Angst davor hatte, dass wenn das fertig wird oder dass ich damit überhaupt gar nicht fertig werden werde, dass es halt irgendwie nicht gut ist. Und ich habe dann wirklich in der harten Schule des Studiums lernen müssen zu lernen und habe dann angefangen zu lernen und habe mich mit meinem damaligen Freund wirklich stundenlang in die Bibliothek gesetzt. Wir haben gelernt und ich habe gelernt zu lernen und habe gelernt, wie schön das ist, wenn man vorbereitet in eine Klausur geht, statt sich das den Abend vorher mal durchzulesen, sondern richtig zu lernen. Und ab da hat das dann irgendwie auch wahnsinnig bei mir geklickt. Und jetzt würde ich sagen, bin ich an dem Punkt, dass mir das auch nicht mehr passiert, weil A, würde ich so ein Projekt sofort aussortieren. Weil ich habe ja zum Glück den Vorteil, dass ich ja nur, ich habe ja einen Vollzeitjob, ich mache immer Musik und das alles ja nur nebenbei. Wahrscheinlich sind deshalb meine Steuererklärungen auch einfacher als eure. Vielleicht ist das auch der Punkt, warum ich das so schnell und so gerne mache. Aber ich nehme solche Sachen nicht an. Oder, was ich auch über die ganze Zeit und meine ganze Neurodiversität und sämtliche Traumata und Krankheiten, die ich hatte, gelernt habe, dass ich wahnsinnig gut auf mich aufpasse. Das ist so, ich sage immer, ich habe so die Beschützerin. Ich habe so eine Stimme, die dann sagt, mach das für die Bina morgen, räum das jetzt aus. Ich habe wirklich, ohne Witz, ich habe wirklich eine Stimme, die mir dann sagt, die halt einfach sagt, sich die Bina. Was die erwachsene Bina jetzt tun sollte. Und okay. Dann, wie lange hast du die schon? Die habe ich schon sehr lange. Mhm. Also ziemlich lange. Also die passt auch wirklich gut auf mich auf. Und deshalb, also das. Selbst wenn ich dann irgendwie prokrastiniere und sage, ach, irgendwie will ich jetzt nicht. Aber wirklich, als Sophia das gesagt hat, ist mir das auch wirklich klar geworden. Da ist immer so eine Angst dahinter. Angst, dass ich nicht weiß, wie ich jetzt anfange. Angst, dass ich nicht auf einen guten Weg komme. Angst, dass ich es nicht hinkriege. Das ist der Grund, warum ich es prokrastiniere, weil ich Angst davor habe. Also bei mir ist es tatsächlich so, deswegen habe ich die Frage auch in die Runde gestellt. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt schon einiges geschafft, aber Anfang des Jahres wusste ich, 4 Feuerfleaks, 4 Ghostsitter,
Also das sind 4x20 Minuten, ist nicht so schlimm, 4x90 Minuten und dann nochmal 8x60 Minuten, vielleicht auch 10x60 Minuten Kohlraben Schwarz 3 Hörspiel. Dann noch ein anderes Projekt für einen öffentlich-rechtlichen Sender, was ziemlich sicher kommen wird. Und dann noch ein anderes Projekt, was ich gerne machen würde, ist viel zu viel für ein Jahr. Und das ist so viel gewesen, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte, überhaupt mal anzufangen. Und da habe ich, das stimmt dann schon, ich habe dann insofern filetiert, als dass ich mit den 20 Minuten natürlich angefangen habe und die dann relativ schnell, glaube ich, oder? Das hat eigentlich ganz gut geklappt, die ich fertig gemacht habe. Aber ich weiß jetzt schon, dass vor diesem Kohlraben Schwarz 3 Hörspiel, also da werde ich eine gehörige Menge an Motivation brauchen, überhaupt anzufangen, weil das so ein Monster ist. Und auch im Hirn leider so ein Monster, weil wir haben ja gleichzeitig jetzt noch die Streaming-Serie gemacht und da gibt es jetzt Staffel 2, die ich mit Miron zusammengeschrieben habe und jetzt ist das alles so ein Muss in meinem Kopf. Und es sind verschiedene Storylines. Ich bin schon sehr gespannt, wie das dann wird. Um Gottes Willen. Ich möchte jetzt Sea of Thieves spielen, schnell. Aber ist doch da auch wirklich wieder so diese Angst, oder? Ja, weil es so viel ist. Aber wenn ich dann drin bin, geht's. Also wenn ich reingeflutscht bin, dann kann ich auch gar nicht, also dann gibt es wirklich so Dinge, wo ich auch nicht aufhören will. Ne, du kennst es ja, wenn ich dann so bis nachts irgendwann einfach da sitze und dann irgendwann ins Bett komme und sage, ich bin fertig, weil ich es dann fertig haben will. Und gleichzeitig ist es auch so, dass mich das so stresst, dass es so viel ist. Und dann ist es seltsam, dass ich nicht einfach weitermache, obwohl es doch weniger würde, wenn ich jetzt weitermachen würde. Aber ich kann es dann einfach manchmal nicht. Jetzt ist es aber auch ein spezielles Problem, weil es ja was Kreatives ist. Das heißt, wenn man durch eine Sorge, wie soll ich das schaffen, blockiert ist, dann ist es was anderes, als wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, nur Quittungen ordnen muss. Das ist schon nochmal ein Unterschied, ja, weil es einfacher ist zu sagen, ich mache das jetzt, obwohl mein Kopf gerade blockiert ist, aber wenn du was Kreatives machen musst und was erfinden musst und was schreiben musst, dann ist es halt wirklich ein Problem, wenn der Kopf blockiert ist. Das Komische ist, dass komplizierte Sachen, also wie zum Beispiel dieses wirklich für mich sehr, sehr komplexe Gitarren-Pedalboard zusammenzustecken und zu bauen, da konnte ich sogar ein Diagramm zeichnen. Florian, ja, weil du da Lust konnte ein dazu Programm, ein Diagramm und es hat total ich Sinn bin ergeben. Ich bin so stolz auf dich. Danke. Also es war jetzt nichts mit Quanten, sondern mit so Kabeln und die können haben maximal so 3. Aber ich finde Kabeln deutlich bedrohlicher als Quanten. Also ich bin danke, ganz Florian. Was? Vielen echt? Dank. Ja, endlich mal jemand, der das ist lustig, meine weil mich Kabelphobie. Mich beruhigt das. Ja, aber deswegen kannst du es halt auch einfach machen, weil das was ist, was du gerne machst, was dir Spaß macht. Also ne, das. Der Alexander auch, gell? Dann von kabelst auch gerne Sachen. Ich muss demnächst hier mal alles neu verkabeln im Studium. Weil du musst oder weil du möchtest? Weil ich möchte. Ich kriege echt Schnappatmung, wenn du das Wort Kabel sagst. In den letzten 2 Jahren sich das Setup hier mehrfach geändert hat und ich glaube, hier liegen wahrscheinlich einfach 400 Kilogramm Kabel zu viel rum, die ich eigentlich gar nicht mehr benötige. Ich das kenne ich. Führen alle ins Nichts oder zu 90%. Oder zu den Nachbarn, die sich freuen. Ich habe mich wiederholt verletzt mit Kabeln und möchte damit nichts zu tun. Verletzt? Aber wie hast du denn geschafft? Drüber gefallen. Ganz so, klassisch. Stromschläge? Im Moment, ach, du meinst jetzt Stromkabel? Ja. Also wir haben jetzt eigentlich so von Niedervolt-Audiokabeln gesprochen. Also mit Klinkensteckern. Das ist das andere. Nein. 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 Aber kennt ihr das? Ich habe auch noch eine Frage. Kennt ihr das, wenn ihr so eine Idee für ein Projekt habt und dann fangt ihr das an, im Kopf so zu durchdenken und dann wächst es und wächst es und wächst es? Also ich habe das jetzt kürzlich gehabt, dass ich so die Idee hatte irgendwann, dass bei dem Huxilla-Podcast die Ankündigungen so uneinheitlich immer sind. Und dann habe ich immer gedacht, es wäre eigentlich ganz schön, wenn du irgendwie für die sozialen Netzwerke irgendwie so eine Art Cover, was irgendwie so ein einheitliches Ding hätte, machst. Dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist der Podcast auch auf YouTube. Da steht immer einfach nur so das Cover von dem Podcast und da läuft eine Tonspur. Das wäre jetzt ja schick, wenn da dann auch dieses Cover
Artwork sozusagen bei YouTube wäre. Und dann habe ich das gemacht, dann hatte ich das als Vorschaubild. Dann klickt man auf das Vorschaubild und dann kommt aber wieder das Standbild. Und dann habe ich das mit dem Standbild gemacht und dann habe ich festgestellt, das sieht jetzt aber auch so ein bisschen doof aus. Jetzt wäre es doch total schick, das machen doch alle hippen Leute, dass da so Waveforms dann über diesem Bild sich bewegen, dann bewegt sich ja mal wenigstens was. Und dann ist so aus dann so dieser ursprünglichen Idee im Verlauf von 3 Monaten so ein Riesenprojekt geworden, wo sich so ganz viele Dinge verändert haben. Ja. Das hat jetzt nichts mit Prokrastination zu tun, aber wenn wir gerade schon bei komischen Gehirngedanken sind, dachte ich, ich spreche es mal an. Kennt ihr das auch? Selbstverständlich. Ohne Ende. So ist das normal. Ja. Okay, danke. Also ich hatte da ein Beispiel, ich hatte mir mal eingebildet, dass, also ich habe eine Zeit lang sehr viele Lesungen gemacht, sowohl mit Ghostsitter als auch Vorzelt 12 als auch Mara und der Feuerbringer und hatte dann auch immer einen Beamer und alles dabei und es wurde sehr multimedial und das hat wirklich, das wurde immer mehr, weil mir immer mehr auch eingefallen ist, wie man es schöner machen kann und du nickst. Ja. Atme. Wir haben irgendwann wahnsinnig viel Equipment auch dabei gehabt, aber auch für alle Eventualitäten. Strom, wirklich kilometerweise Stromverlängerungen, weil halt gerade in Schulen zum Beispiel einfach kein Strom da war oder nur sehr weit weg und keine PA und der Beamer falsch und keine Ahnung was und wir hatten Molton dabei und Lampen dabei und also alles, wirklich alles, damit wir immer für alle Eventualitäten dafür sorgen können, dass es gut ist und ich traue mich nicht mehr weiter zu sprechen. Ich bin an meinem Happy Place, ich höre dir gar nicht. Happy Place. Sag mir, wenn du fertig bist. Hier mache ich. Und dann hatte ich noch diese fixe Idee, ich hätte gerne hinter mir auf dem Beamer nicht einfach nur eine weiße Fläche, während ich nichts auf dem Beamer zeige, sondern ich möchte gerne, dass da was passiert. Und ich habe 2 Wochen gebraucht, um Animationen von den Covers der Bücher herzustellen, die so perfekt loopen und sich immer wieder so ein bisschen nach vorne, dann wieder nach hinten, dann geht die Farbe ein bisschen weg, dann wieder da, dann sind sie wieder scharf, dann wieder unscharf. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig und ich habe wirklich gedacht, als ich das angefangen habe, das ist ja gar kein Problem, das sind 5 Minuten, nehme ich einfach das Cover, dann mache ich einen Effekt drauf und der muss halt einfach am Ende dann wieder genauso sein, wie er vorher war, damit da der Schnitt sauber funktioniert. Ja, und seitdem bist du bekannt als der Autor, der diese geilen Lesungen macht mit diesem Loop da hinten im Hintergrund. Das da haben alle von erzählt. Keine Sau jemals hat das. Ist, aber mir ist es auch ganz wichtig, wenn ich irgendwo eine Veranstaltung habe, dass der Loop hinten besonders gut ist. Ich kann das Entschuldigung, das war jetzt gemeint, weil alles andere ist ja schon perfekt gewesen und jetzt wolltest du halt das Hintergrund auch das Hintergrundbild ja, auch perfekt haben. Weil ich da vor einer leeren weißen Leinwand stehe. Nein, das ist ja auch richtig. Ja, aber war das eine Form von Prokrastination? Hast du damit vermieden, etwas anderes zu machen, was du eigentlich dringender hättest tun müssen? Garantiert. Ich kann mich zwar nicht erinnern, was es war. Aber, also oder? Nee, da muss ich widersprechen. Ja, natürlich, du hast immer irgendwas, was du jetzt dringend machen könntest. Aber das ist schon was. Ja, was dir halt so ein Bedürfnis ist und was dann auch macht, dass es dir besser geht. Das also dir ging es dann einfach besser damit und ich hätte das so wahnsinnig genervt, wenn die Leinwand weiß gewesen wäre, was ich verstehe, weil weiß jetzt nicht so schön ist. Die Bewegung hätte es jetzt vielleicht nicht gebraucht. Doch, gerade das. Aber es war bestimmt irgendjemand da, der heute noch davon erzählt, wie sich das so leicht Brotigkeit schreibt, der trockene Sarkasmus von Sophia, Bindestrich, jetzt habe ich Angst vor ihr. Oh, das tut mir leid. Also ich bin eigentlich bin ich ganz nett, oder? Ja, also das. Es war halt für mich manchmal, also ich fand es immer sehr, sehr schön, die Lesereisen, aber dieses irrwitzig viele Equipment, das war schon manchmal schwierig. Ich wollte einfach, dass es. Weil ich halt helfen wollte und weil wir halt zu zweit waren und ich habe zwar nicht die schweren Sachen geschleppt, aber halt doch viel. Ja, aber gerade. Aber es war alles ganz wichtig, genau. Und wunderschön. Es gibt bestimmt irgendwo auf YouTube ein Video von einer Lesung, wo, wenn ihr guckt, man diesen Loop im Hintergrund sieht. Komm. Und dann klingt alles noch viel besser. Ich kann nur sagen, ich glaube, das passt eher in diese Richtung, wie als Bina und ich das zweite Mal auf der Gamescom live gespielt haben. Und du kamst mit dieser Ukulele an und ich habe es nicht ausgehalten, dass die keinen Anschluss hatte für die PA. Und dann bin ich losgefahren und habe eine gekauft für dich, weil ich gedacht habe, ich drehe durch. Das kann nicht sein jetzt. Also du hast natürlich das so verstanden, ich bin der nette Tommy, ich schenke der lieben Biene eine Ukulele. Nein, der Grund war, ich habe gedacht, ich drehe durch, wenn du jetzt nicht so eine Ukulele hast mit einem Anschluss und einem guten
Kabel, das nicht rackedeckeck macht, wenn man es auf den Boden wirft. Das hat nichts mit Prokrastination zu tun. Nein, aber es war schon auch nett gemeint, um Gottes Willen. Also ich mache das nicht für jeden Menschen. Aber das ist ja wieder interessant, weil ich habe das so empfunden wie, oh mein Gott, jetzt lerne ich mal, wie man live spielt, weil ich habe noch nie in meinem Leben live gespielt. Deshalb war ich da mit dieser Ukulele ohne Tonabnehmer, weil ich mir dachte, Kondensatormikrofon reicht doch. Ich habe doch hier ein Live-Mikrofon, das ist ein Kondensator, was soll denn schon passieren in dieser lauten Halle? Also du hast mir das beigebracht. Ich sage immer, du bist so mein Mentor gewesen in der Zeit. Ist doch schön, siehst du, so unterscheiden sich die Perspektiven. Ich war total dankbar, du warst total genervt. Nein, ich war nicht von dir als Person genervt. Das am Ende nicht. Wart ihr beide glücklich, oder? Ja, am Ende waren wir beide glücklich, ja. Ich hatte das guten Ton Hauptsache. Aus Binas Ukulele, Bina hatte eine Ukulele. mir ist vorhin noch ein Gedanke durch den Kopf geschossen, weil ich natürlich mich auch gefragt habe, warum schiebe ich Arbeitsprojekte immer so vor mir her, dass die dann länger dauern als ursprünglich angenommen. Und ich habe irgendwann festgestellt, wenn Sachen abgeschlossen sind, also gerade bei so wirklich zeitlich begrenzten Dingen wie einer Übersetzung oder sonst irgendwas oder einem Buch schreiben oder was weiß ich, falle ich, wenn das vorbei ist, immer in so ein mentales Loch. Ich weiß nicht genau warum, einfach weil es vorbei ist. Und ich habe mich gefragt, ob ein Teil von diesem, ich schiebe die Arbeit vor mir her, damit sie länger dauert, auch daher rührt, dass ich dieses Loch vermeiden will, dieses Mentale. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt, ob ihr das auch in der Richtung kennt. Also das ist irgendwie so ein Mechanismus, der bei mir ganz häufig abläuft. Nee, ich will immer fertig sein. Immer. Okay. Ich will immer sofort, so schnell wie möglich mit allem fertig sein. Ich habe das gar nicht, dass ich da in dem Moment quasi sage, ach, verweile doch, sondern ich will fertig sein. Aber dann kommt halt das Nächste. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Punkt, dass wenn du weißt, es ist vorbei, dann ist das Projekt vorbei und du weißt nicht, was danach kommt oder kommt dann das Nächste. Ich glaube auch so eine wichtige Mechanik ist, dass man sich vielleicht wirklich fragt, warum mache ich das, wenn man reflektieren kann, wenn man dazu in der Lage ist, wenn nicht, dann vielleicht mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin drüber sprechen. Aber wenn man das quasi identifiziert hat, warum, wenn jetzt ich zum Beispiel sage, ich habe Angst anzufangen, weil ich Angst habe, dass ich es nicht schaffe, könnte ich dann ansetzen und sagen, okay, aber ich weiß ja jetzt noch nicht, ob ich es schaffe oder nicht, weil ich kann nicht in die Zukunft schauen. Keiner kann das. Wieso soll ich denn jetzt schon Angst haben vor einer Situation, bei der ich gar nicht weiß, ob ich Angst haben muss? Also, dass man vielleicht so da an die Sache rangeht, dass man identifiziert, warum. Ja, aber Alexa, du willst ja nicht, dass es aufhört, weil du so Freude dran hast, so habe ich es jetzt verstanden. Ja, vielleicht ein unbewusster Teil von mir, der irgendwie will, dass das gerne noch eine Weile weitergeht oder so. Das ist echt interessant, weil es gibt Sachen, die mir Spaß machen und ich will trotzdem schneller fertig sein. Es ist total irre, fällt mir gerade auf. Also, du weißt das alles schon, aber ich... Also Lego bauen, ich möchte auch da fertig sein. Obwohl ich den Akt des Lego-Bauens genieße, möchte ich fertig sein. Das ist mein Ziel, fertig sein. Oh Gott. Ja, und Alexas Ziel ist halt Spaß haben. Na, ich kann Alexas Ziel abgewinnen. Ich glaube, das hat was, ja. Also ich finde, das ist doch, also wenn das der Grund ist, Alexa, ist das doch der... Ein schöner Grund irgendwie. Ja, so bizarr. Eigentlich ja, wenn man das mal von der Seite... Mein ganzes Leben zieht von mir vorbei. Ich wollte immer Regie führen, wollte aber immer an dem Tag fertig sein. Oh Gott, was ist mit mir los? Frag mal jemanden, der sich damit auskennt. Aber das mit dem Loch kenne ich auch. Also so, wenn man so... wie soll man denn sagen, Meilensteine, das ist auch so ein blödes Wort aus dem Business-Sprech, aber wenn man die so für sich persönlich erreicht hatte, ich glaube, das ist ein ganz guter Begriff, ja, das kenne ich dann auch, dass dann nicht so eine Euphorie bei mir persönlich einsetzt, sondern erstmal so ein Loch kommt. Mhm. Also so der, wenn ich jetzt auf meine Selbstständigkeit gucke, der letzte Arbeitstag und dann der erste Morgen, wo man aufwacht und dann geht's, hast du das geschafft, dass das jetzt dein Beruf ist? Da könnte man ja sich nee, da wird man erstmal krank. Dass man so Disney-mäßig die Fenster aufmacht und die Sonne scheint und die Vögel landen auf mir und wir singen alle gemeinsam und sind ganz glücklich, dass das jetzt alles so toll ist. Gott hätte ich das gern gesehen, wie das passiert. Ist ja nicht passiert, sondern es war eher so, dass man erstmal in so ein Loch fällt und erstmal so komplett abschlafft. Also das, ich kenne das auch. Ich weiß halt nur nicht, das ist eine interessante These, ob man dann Dinge... prokrastiniert, um dieses Loch nicht zu haben. Das ist ein spannender Gedanke. Ich weiß es ja auch nicht sicher, aber das war so ein Gedanke, den ich hatte. Und du ich glaube, das ist bei jedem anders. Du schiebst also, immer auf, wann man sich dann wirklich freuen darf über was. Nee, also dieses Loch, das kenne ich auch. Und also bei mir ist es zum Beispiel definitiv nicht, dass ich irgendwas aufschiebe, um
den Spaß daran zu halten, sondern ich kenne das so von bestandenen Prüfungen oder so. Also wo ich dann erstaunlicherweise jedes Mal von Neuem, weil ich ja auch länger brauche, um irgendwas zu verstehen, offensichtlich, erstaunt war, dass eben genau das mit den Vögeln und dem Disney-Song nicht passiert ist, sondern dass man einfach nur, ich war halt einfach nur total erschöpft und ich hatte auch keine Lust, irgendwie was Schönes zu machen. Ich war einfach nur völlig fertig und war dann ein bisschen genervt von mir selber, dass ich mich nicht gefreut habe. Aber das meintest du was anderes. Ich meinte zum Beispiel dieses, ja, wann freuen wir uns jetzt endlich, dass wir tatsächlich die Kohlraben-Schwarz-Serie machen? Weißt du, wo wir immer gesagt haben, ist das jetzt der Moment? Naja, weil meine Erfahrung mit, wie soll ich das sagen? Sag's, also, wie es ist. Senderarschkrampen. Nee, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Ja, ich schon. Also es gibt Dinge, wo die passieren und die sind schön und da kann man sich einfach nur freuen. Und dann kommen da manchmal auch Disney-Vögel. Definitiv. Also es gibt so Situationen. Bei der Premiere zum Beispiel von. Ne, also oder wenn tatsächlich was funktioniert oder wenn, keine Ahnung, wenn jemand was geschafft hat oder jemandem was Tolles passiert oder so. Mhm. Dann ist es so. Als wir geheiratet haben zum Beispiel war das so. Ne? Da waren die Disney-Vögel da. Und ich habe nicht gesungen, damit ich das, die Situation nicht kaputt mache. Damit die Vögel bleiben. Genau. Sie nicht wegfliegen. Genau. Aber wenn es was ist, also wo man so eine Hoffnung hat, etwas Tolles könnte passieren, ich bin mir aber noch nicht sicher. Oh, die Milli. Hund. Dann freue ich mich tatsächlich nicht so sehr, weil ich mir halt noch nicht sicher bin. Ich finde, das ist eigentlich was völlig Normales. Warum willst du das so sagen? Ja, weil wir dann immer so gesagt haben, ist das jetzt der Moment, wo wir mal anstoßen? Nee, noch nicht. Ja, aber ich tue mir aber auch total schwer, das ist eine spezielle Situation. Also Florian? Na, bei großen Projekten finde ich das total schwer. Bei Büchern zum Beispiel. Wann ist der Augenblick, wo jetzt wirklich das Projekt abgeschlossen ist? Wenn man das abgegeben hat. Ja, der Moment, wo ich meiner Lektorin die letzte Version schicke und sage, so, und ich will es jetzt nicht mehr sehen, das geht mich jetzt nichts mehr an, jetzt macht dir das mit dem Verlag aus, das ist ein großer Tag, das ist wirklich gut. Ja. Aber es gibt dann auch noch den Tag, an dem man dann das Exemplar zum ersten Mal in den Händen hält, das ist auch schön. Ja, es gibt mehrere so Etappen und es fällt mir manchmal schwer, den passenden Punkt zu finden, weil ich immer das Gefühl habe, na, so richtig jetzt kann ich mich noch nicht freuen, das kommt dann erst. Das ist ein bisschen doof. Und bei mir ist auch so, es ist schon eine große Freude, wenn ich eben zum Beispiel dann das Buch abschicke und jetzt durchatmen kann und es ist kein Stress mehr und das fühlt sich wirklich fantastisch toll an. Aber gleichzeitig hat es ein bisschen die Komponente, okay, aber jetzt kann ich auch nichts mehr damit tun. Bis zu diesem Moment war es möglich, dass das Projekt das großartigste Projekt der Menschheitsgeschichte wird. An dem Punkt, wo man es aus der Hand gibt und für fertig erklärt, ist es halt das, was es ist. Und es ist vielleicht gut und vielleicht etwas, worauf man stolz ist, aber es hat dieses Potenzial nicht mehr, das es vorher hatte. Wisst ihr, was ich meine? Er hat es bei mir immer. Also Mara und der Feuerbringer gibt es mittlerweile 5 Überarbeitungen, weil ich immer wieder denke, das ist irgendwie nicht so zeitgemäß, das ist nicht so clever, diese Szene. Das ist jetzt aber bei einem Roman, glaube ich, nochmal was anderes als bei den Büchern, die Florian schreibt. Oder? Ich weiß gar nicht. Naja, wenn du sie jetzt vielleicht nochmal lesen würdest, du liest die halt einfach nicht mehr. Dann. Es sei denn, es ergeben sich jetzt neue Erkenntnisse. In der Quantentheorie. Also ich meine, logisch, dann musst du es überarbeiten. Gott, hoffentlich gibt es keine neuen Erkenntnisse in der Quantenmechanik. Um Gottes Willen. Dann kriege ich das nochmal erklärt. Wir müssen nochmal eine Quantensendung machen. Ich möchte es gern verstehen. Haben wir eigentlich jetzt konkrete Tipps für Leute, die darunter leiden, zu prokrastinieren? Das hatten wir irgendwie noch nicht so wirklich, oder? Also, da gibt es eben verschiedene Tipps, also je nachdem, was das Problem ist. Ich würde sagen, du kannst zum Beispiel, es kann sein, also eben guck, wo ist der Grund, ne? Ist der Grund die Angst oder ist der Grund Perfektionismus oder ist der Grund, ich habe völlig unrealistische Erwartungen an mich selber, ich unter- oder überschätze das Projekt, ich weiß nicht genau, wie plane ich das denn, also so viele Gründe, wie es gibt, so viele Tipps gibt es dann, was kann ich dagegen tun? Und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube, was man insgesamt sagen kann, ist schon,
wenn es möglich ist, es in kleine Schritte einzuteilen. Oder das, was ich anfangs, glaube ich, irgendwann gesagt habe, eine Routine für sich zu finden und zu sagen, ich mache das immer gleich, dann muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Das geht halt nicht immer. Aber man könnte zum Beispiel sagen, ich mache mir dann einen Kaffee, ich gucke, dass der Schreibtisch einigermaßen aufgeräumt ist, wenn ich das für mich brauche. Und ich arbeite immer von 10 bis 11:30, dann mache ich eine Pause. Also wenn man das so konkret wie möglich für sich macht und sich dann auch dran hält, kann das helfen. Es gibt aber auch Menschen, bei denen funktioniert das halt überhaupt nicht und die brauchen dann was anderes. Deswegen ist es schwierig mit den Tipps, weil das so individuell ist. Also ich bin mir ganz sicher, dass für uns alle wahrscheinlich sehr unterschiedliche Tipps hilfreich wären. Ja, also das zum Beispiel würde mir gar nicht helfen. Nee. Ja. Hilft aber vielen anderen Leuten. Also, oder mit dem Unangenehmsten beginnen, das würde dir nicht helfen. Es gibt aber viele Menschen, denen das hilft. Mhm. Oder keine Ahnung. Also was ich finde, was immer hilft, ist dieses, das Handy vielleicht leise machen, damit es nicht jedes Mal Pling macht und ich nicht unterbrochen werde. Ich glaube, das könnte schon jedem helfen. Es sei denn, man hat jetzt gerade einen Angehörigen im Krankenhaus, wo man informiert werden muss. Oder aber ansonsten, glaube ich, ist das schon was, was zu allen helfen könnte. Oder man ist Handy-Klingeltontester. Ja, dann auch. Alexander, du hast ein Geräusch gemacht. Ja, ich würde einfach auch nochmal sagen, und da, wo es dann wirklich pathologisch wird, also da, wo es so schlimm wird, dass man die Dinge nicht mehr hinbekommt und das eine Auswirkung auch auf die Existenz hat, also wenn wir das dann mal überspitzen. Das eine ist ja so, wie kann ich mich ein bisschen besser selber organisieren? Und da gibt es natürlich, also da kann man natürlich auch mal sich so ein Ratgeberbuch kaufen und kann schauen, hilft mir das, was da drin steht? Da stehen dann so Dinge drin, wie sie Sophia beschrieben hat, aber wenn es zum Beispiel eine echte Angststörung ist, zum Beispiel, die sich da entwickelt oder tatsächlich andere Dinge darunter liegen, dann kann es auch durchaus sein, dass man sich professionelle Hilfe tatsächlich da suchen sollte und dann mit jemandem erstmal genau schaut, was ist es denn? Also ist es wirklich die Aufgabe per se? Also suche ich mir immer die falschen Aufgaben und dann scheitere ich immer nur an den Aufgaben. Dann kann man sich fragen, warum suchst du dir solche Aufgaben? Also dann kommen wir so eher in so einen therapeutischen Kontext hinein. Und das ist dann auch natürlich hochindividuell und ganz wichtig, aber auch völlig legitim. Denn wenn jemand immer scheitert oder das Erleben von Scheitern durch Nichterfüllen von gesteckten Zielen zu haben, ist das nicht gut. Und das ist dann auch für die Psyche natürlich nicht gut. Und idealerweise entwickelte man dann nach so einer Therapie oder Beratung halt auch so eine Biene auf der Schulter. Oder ich habe auch so einen Alexander inzwischen auf der Schulter sitzen, der dann auch sagt, im Gegensatz zu früher, wo ich alle Aufgaben angerefft habe, Hauptsache was zu tun, der dann irgendwann sagt, überleg mal, ob du das schaffst. Ist das wirklich notwendig? Muss es sein? Steht das Erreichen des Ziels mit dem Aufwand im Verhältnis? Oder tust du das, um jemand anderen Gefallen zu tun? Also all diese Aspekte in so einem Dialog durchzufechten, das ist natürlich dann sehr, sehr hilfreich und dann auch sehr gesund. Aber da muss man auch hinkommen. Und wenn man das alleine nicht hinbekommt, dann ist das erstens nicht schlimm und zweitens gibt es dann Menschen, die einem dabei helfen, dass man da hinkommt. Das muss auch nicht immer eine Therapie sein. Da gibt es auch seriöse, in Anführung, also in mit Ausrufezeichen, seriöse Coachings, die man machen kann. Und aber wenn ihr einen Leidensdruck habt, sucht euch Hilfe. Mhm. Also, ne, das einfach geht's euch schlecht damit, dann sucht euch Hilfe. Gibt es definitiv und da kann man eigentlich ganz gut was machen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Inerv oder Inerv. Das kann ich bestätigen. Ich brauchte therapeutische Hilfe während des Studiums, weil die Prokrastination Teil einer Angststörung wurde. Ja. Ich werde diese Zeit nie vergessen. Das kann wirklich ausarten. Es kann auch sein, dass zum Beispiel die Prokrastination ein Symptom ist, einer Depression zum Beispiel. Also generell würde ich immer sagen, wenn es euch schlecht geht und ihr einen Leidensdruck habt, einmal Hausarzt, Hausärztin einfach mal körperlich durchchecken lassen, weil manchmal ist ja auch die Schilddrüse an irgendwas schuld oder so. Also das, ne, einfach gucken, kann ich körperliche Ursachen ausschließen und dann schauen, wo kriege ich professionelle Hilfe her. Und die gibt es dann auch schon. Scary Carrie schreibt, sie muss es nochmal schreiben, offensichtlich hat sie es schon mal geschrieben und ich habe es selbstverständlich übersehen. Tipp,
Timer auf 10 Minuten und eine Aufgabe machen. Nur 10 Minuten mit dem Ziel, danach stolz auf sich zu sein. Ganz oft mache ich dann deutlich länger, weil ich einfach nur anfangen musste. Dadurch nehme ich mir die Hürde des Anfangens. Das kann ich nachvollziehen. Genau, also das ist so, es gibt ganz viel, also da könnt ihr, glaube ich, auch einfach im Internet, wenn ihr googelt, findet ihr eine Menge Tipps, die man ausprobieren kann für sich. Und das zum Beispiel wäre für mich jetzt gar nichts, was mir was bringen würde und für dich schon. Also es ist ja, vielleicht auch sehr nicht individuell. Das weiß ich auch gar nicht, aber was Potz Herrgotts Donnerwetter noch schreibt, das mache ich auch, also das mit den 10 Minuten, ich komme dann manchmal sogar in den Hyperfokus. Und der Hyperfokus ist bei mir der goldene Moment, wenn ich den habe. Dann schreibe ich wie ein Wahnsinniger teilweise einfach stundenlang durch, ohne irgendwas. Und das ist wirklich, das ist auch das, wie ich dann überhaupt meine Projekte letztendlich schaffe. Mit diesem bizarren Hyperfokus, den ich dann da irgendwie habe, der sofort zu Ende ist, wenn irgendwo was macht. Wenn ihr nie einen Hyperfokus habt, ist das nicht tragisch. Den muss man nicht haben. Muss man nicht haben. Das ist nicht, nichts Schlechtes, wenn ihr jetzt sagt, wie Hyperfokus, ist auch nicht passiert nur toll. Mir gar nicht. Ist auch nicht nur toll. Also das ist bizarr. Nur damit ihr lieben Menschen, die ihr das nicht habt, das ist kein Problem. Ja. Was aber vielleicht noch ganz gut zu erwähnen ist, und das waren auch die Beispiele, die kamen, oder auch wie Bina es beschrieben hat, wenn sie der Steuerberaterin alles fertig gemacht hat, damit ihr das noch unterschreibt und einreicht. Alle also, drei Quittungen, die sie hat. Ja. Der Steuerberaterin alles fertig macht. Das Erfolgserlebnis, also das ist immer hilfreich und das, alle therapeutischen oder Coaching-Tipps zielen darauf ab, dass man erstmal in kleinen Schritten Erfolgserlebnisse erlebt. Weil gerade bei Prokrastination, wenn es schwierig ist und Leidensdruck entsteht, ist es eben dieses Scheitern oder das Vermeiden von allem, damit man bloß nicht scheitert. Und das ist ganz wichtig, mal zu spüren, wie es ist, ein Erfolgserlebnis zu haben. Und das ist dann total hilfreich. Und da gibt es eben 1000 Methoden, wie man es machen kann. Aber das ist der Trick dabei, dass man irgendwann auch mal zufrieden sein kann, sich einmal zurücklehnt und sagt, oh, das war jetzt gar nicht schlecht. Das ist schon mal ganz gut, dass ich das fertig habe. Egal, was es dann ist und egal, wie klein die Schritte sind. Das ist viele Tieren, wir haben es 1000 Mal schon genannt. Aber da geht es im Grunde genommen darum, diesen Moment des Erfolgs einmal zu haben, was erledigt zu haben. Hilft schon mal sehr. Der Florian wollte was sagen. Ja. Ich wollte noch erzählen, ich habe da gelesen von einer Strategie, von der ich überhaupt nicht weiß, ob sie dumm oder klug ist, aber ich fand sie irgendwie originell. Und zwar las ich da von einem US-Amerikaner, der leidet unter seiner eigenen Tendenz zur Prokrastination und er hasst aus tiefster Seele die National Rifle Association. Und es gibt Apps, auf denen kann man einstellen, dass ein bestimmter Betrag an zum Beispiel die National Rifle Association wird. Cool. Wenn man bis dahin nicht eine bestimmte Aufgabe gelöst hat und er hat sich ein bestimmtes Ziel gesetzt. Ich glaube, ich habe die Lösung für mein Problem gefunden. Und hat dann gesagt, das hat ihn wahnsinnig beflügelt, einfach nicht, weil er eine Belohnung haben wollte, sondern weil er der verdammten National Rifle Association kein Geld spenden wollte. Und dann hat er rechtzeitig seine Aufgabe fertig gekriegt und die Sache war gut. Ich finde das originell. Ich finde es nur dann gut, wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, finde ich es ziemlich schlecht, ehrlich gesagt. Oh Gott, ist das krass. Irre. Ist ein bisschen schwarze Pädagogik, ne? Also, genau, es ist schwarze Pädagogik. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, wenn das für ihn das selber. Das ist so anarchisch, also, ja. Aber gut, der hat wahrscheinlich alles andere schon durchprobiert. Für ihn half wahrscheinlich nur noch das. Wenn das für ihn selbst funktioniert, finde ich, ist das eine gute Sache. Wie gesagt, also ich finde es nur dann eine gute Sache, wenn man dann nicht falschen Organisationen Geld spendet, weil das, also, nee. Dann die Aiwanger Foundation. Das finde ich schwierig. Aber es ist eine schöne kreative Idee. Und wenn es funktioniert hat, umso besser. Upsi Aiwanger Stiftung für Flugblätter. Ausgezeichnet. Um Gottes Willen. Apropos um Gottes Willen. Es ist 21.29 Uhr. Wir haben jetzt noch eine Minute. Wer macht denn jetzt ein total geiles Schlusswort? Alexa. Was noch ein bisschen nach hinten verschieben vielleicht? Nee? Nein. Mir fällt Werbung. Ja, genau. Das sowieso. Aber ich dachte halt, wir könnten vielleicht das noch irgendwie am Ende noch so schön abrunden. Wobei das mit der National Rifle Association, das war schon der bekloppteste Tipp eigentlich. Ein bisschen Prokrastination, wenn man es dann nicht gleich pathologisiert, ist ja okay. Man sollte darauf achten, ob es einem wirklich Leiden verursacht. Ja. Und dann sollte man was dagegen tun. So, Fazit.
Feierabend. Ich finde, jeder sollte eine erwachsene Biene auf der Schulter sitzen haben. Das sowieso. So freundlich sagt, guck mal, aber wenn du das jetzt machst, dann freust du dich morgen so richtig darüber. Das finde ich super. Ich sage immer am Ende meiner Sachen, sage ich immer, es geht um nichts, wir werden eh alle sterben. Ja, toll. Das ist... Ich finde es... Also ich finde ja, dass der Tod ein guter Ratgeber ist, aber es ist eine, ja, das ist halt Thema. Auch sehr, sehr fatalistisch. Ja. Einfach. Weil dann ist es egal, dann kann ich auch warten, nicht egal, aber Turn genommen. Dann kann ich sie auch lassen mit dem Arbeiten. Nein, aber man hat vielleicht dann eher einen Blick auf das Wesentliche. Ich glaube, die Biene hat nicht gemeint, dass du nicht mehr arbeiten sollst. Ich oder Biene, hast du das gemeint? Nein, das hast du nicht gemeint, ne? Nee. Nein, hast du nicht gemeint. Wenn es dich glücklich macht, dann würde ich auch. Es würde mich sehr glücklich machen, einfach nicht mehr zu arbeiten und einfach Mara 4 zu schreiben. Es würde mich sehr glücklich machen. Dann hast du jetzt ein Ziel. Das habe ich schon die ganze Zeit. Dann mach's möglich. Das mache ich schon die ganze Zeit. Mach's mehr möglich. Die Biener willst du jetzt aber auch nicht auf der Schulter sitzen haben jeden Tag. Nee. Das muss man auch mal sagen. Nee. Ich habe es mir gerade so vorgestellt. Mach also, jetzt. Ja, mach doch. Dann mach doch, die sagt das immer so nett. Deswegen finde ich, stimmt, kann man die Biener gut nett, auf der Schulter haben. Es hat auch so eine leicht irre Komponente, ehrlich gesagt. Ja, aber so eine nette. Eine nett irre Komponente? Ja. Hm. Wo fangen wir an? Bina, weil wir gerade bei dir sind und ich mich davon ablenken möchte, dass du auf meiner Schulter sitzt und mir dauernd einredest, was ich machen und lassen soll, gibt es irgendwas, was du gerne empfehlen möchtest? Wo findet man all deine Dinge zum Beispiel? Im Internet, Bina Bianca, auf Instagram, TikTok und YouTube und überall, und ich mache kleine Musik neben meinem Vollzeitjob. Und du hast, wie viele Alben hast du jetzt schon 17 Minuten rausgebracht? Erst 3, aber auch einzelne ganze Lieder. Und ich plane, mein nächstes Lied über das Thema Erwachsenengeld zu machen. Erwachsenengeld? Was ist das? Statt Kindergeld. Ist quasi, dass man, wenn man erwachsen ist, hat man plötzlich Geld, was man als Kind nicht hatte. Jetzt hat man plötzlich dieses Erwachsenengeld und kann sich davon kaufen. Wo meine Ex-Freundin zu ihrem ersten Geld, was sie verdient hat, sich Fruchtzwerge gekauft hat, weil sie die nie bekommen hat. Erwachsenengeld. Ja, okay. Bei mir heißt der Song Lego und besteht aus einem Wort, aber das ist eine andere Geschichte. Lego. Lego. Das mache ich mit meinem Erwachsenengeld. Ja. Florian? Ich habe mich weggedreht. Ich habe den Arm vor mein Gesicht. Florian, was möchtest du empfehlen? Dein aktuelles Buch natürlich, das da heißt? Mein aktuelles Buch, warum wir nicht durch Wände gehen, ein allgemeinverständliches Buch über die Quantentheorie ohne Formeln für alle, die wissen wollen, was die kleinen Teilchen den ganzen Tag so treiben. Und dein Live-Programm zusammen mit dem Herrn Moder, das da richtig, heißt? Richtig, das ist das neue Projekt. Ich und Martin Moder auf Bühnen mit dem Titel Der Urknall war ein Fehler. War eins Fehler. Der Urknall eins war Fehler. Eins Fehler. Genau, ein Programm, das unter unglaublichem Prokrastinationsaufwand entstanden ist. Prokrastinationsaufwand? Ja. Es war also wirklich... erstklassige Prokrastination. Ich glaube, ich habe im ganzen Leben noch nie auf derartig hohem Niveau prokrastiniert, weil man mit Martin Moder nämlich einfach nicht planen kann. Da ruft man ihn 4 Monate vorher an oder 6 Monate und sagt, ja, langsam sollten wir das Programm finalisieren. Ne? Und Martin Moder sagt, ja, stimmt, aber ich habe die nächsten Monate keine Zeit. Finalisier du schon mal vor. Entwickelt man ganz, ganz viele Ideen für so ein Bühnenprojekt, und 2 Wochen vorher ist aber eigentlich noch nicht klar, was davon jetzt auf die Bühne kommt. Oh Gott. Es war emotional sehr, sehr aufwendig, aber ich glaube, es hat funktioniert, und wer sich das ansehen will, ist herzlich dazu eingeladen. Können wir uns emotional aufwendig merken? Das finde ich irgendwie lustig. Es war emotional sehr aufwendig. Alexa, bei dir gibt es die Neuauflage der Black Sweet Stories? Ja, genau. Das ist ein Vorlesepodcast. Den habe ich, glaube ich, 2014 angefangen. Da gibt es Klassiker, so Common License Literatur von mir vorgelesen, Poe, ähnliche Dinge, E.T.R. Hoffmann, alles, was so ein bisschen unheimlich ist. Da gibt es jetzt die alten Folgen wieder, aber es gibt auch bald neue Folgen. Aber noch nicht jetzt, ne? Das hast du noch so ein bisschen vor dir her. Genau, ja. Nächste Woche fange ich an.
Und jetzt gerade bist du beschäftigt mit Regie für Ripper's Daughter 2. Das dauert aber noch ein bisschen, bis das rauskommt. Aber hört Staffel 1 bei Audible, Ripper's Daughters, und kriegt ihr von Markus Heitz also 11 Stunden, und ich glaube knapp 11 Stunden Urban Fantasy auf die Ohren. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Aus dem Hause Bump-Film. Und du hast ein Projekt lektoriert, was ich angeschubst hatte. Das kommt im März, glaube ich, raus, oder? Das Buch von, da können wir jetzt eigentlich nicht mal richtig Werbung machen, weil das gibt es halt noch nicht. Ja, genau. Aber genau, dann du sagst auch auf gar keinen Fall, um was es geht. Nee, nein, sagen wir dann, nicht, um was es geht. Nein, das ist so aufgeschubst. Genau. Alexander. Huxela Podcast hören ist immer eine gute Idee. Und da gibt es dann auch morgen mal wieder eine neue Folge. Und weißt du schon welche? Ja. Willst du sagen? Soll ich sagen? Ja. Das mal spoilern. Die Taylor Swift Verschwörung. Die Taylor Swift Verschwörung. Mhm. Möchtest du vielleicht wenigstens noch 2,5 Sätze dazu sagen, weil das klingt für sich. Ja. Frauenhass, Republikaner, Deep State, alles. Und es gibt sie nicht. Die Taylor Swift. Die Verschwörung. Und die Idee, dass Taylor Swift heimlich von der US-amerikanischen Regierung gesteuert worden ist, damit Joe Biden den Wahlkampf nächstes Jahr gewinnt. Und da sind unter anderem Donald Trump und seine Freunde von überzeugt und schrecken auch wenig zurück, da Dinge zu verbreiten. Das haben wir uns mal angeschaut. Gottes Willen. Ja. Haben wir diese Woche einen alle bekloppt? Nee, haben wir nicht, weil da stehen wir auf der Bühne in Dortmund am Donnerstag. Das wäre schwierig. Dann kannst du das ja vielleicht auch noch anmoderieren. Ja, ist halt ausverkauft. Ja. Ist halt so, dann nicht. Ja, okay. Ja, Abschluss der Huxela Live-Tour in Dortmund freuen wir uns drauf. Aber es gibt leider keine Karten. Es gibt auch keine Abendkasse. Ist halt so. Ja, aber das ist vielleicht ja auch ziemlich cool, oder? Das ist der Hammer. Ja, ist ein guter Abschluss. Ist unglaublich, da kann was man sich mal drüber freuen, oder? Es ist unglaublich, was für kleine Hallen. Jetzt noch nicht. 30 Leute machen sie auch. Ich habe mich schon gewundert, warum das Willi Würstchens Würstchenbude heißt, aber ich dachte, das wäre so ein Witz, aber es ist wirklich. Es ist im Ruhrportal, ne? Genau. Am Bütgen, bei Thomas. Also im Endeffekt habe ich jetzt doch einiges gelernt. Also es ist dann doch gar nicht so, ich hatte gedacht, das wird eher so rein anekdotisch, aber es sind doch ein paar Erkenntnisse dabei rumgekommen, ehrlich gesagt. Und ich fühle mich jetzt ein bisschen wohler tatsächlich mit dem, was bei mir halt, wo ich immer dachte, das funktioniert eigentlich nicht. Also was mir im Endeffekt jetzt ganz gut getan hat, ist, dass eigentlich, dass es sich am Anfang, wo wir dann gesagt haben, es ist gar keine Prokrastination, dass es okay ist, wenn etwas dauert und das dann im Hirn dann auch noch so ein bisschen reifen muss, weil ich da dann gemerkt habe, dass genau das gerade bei mir passiert. Und das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Und Sandra Spitzer schreibt, ich werde nicht mehr prokrastinieren sagen, das ist zu negativ. Der Curious Knirps, sich nach dem Regenschirm benannt, sagt, ich fand das Anekdotische sehr schön. Mhm. Genau. Ich auch. Und der Jovo hat geschrieben, Ausrufezeichen Sophia, und dann kamen alle deine Links. Vielen, vielen Dank. Hört alle Binas Lieder. Die sind alle sehr, sehr gut. Das muss man dringend machen. Und Bina, wenn ich fertig bin mit der, wenn ich über diesem Hügel von der neuen Ghost Sitter Story drüber bin, dann mache ich mal einen Vorschlag für diesen Songtext, den ich dir noch schulde. Ich habe noch keine einzige Idee, es wird riesig. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und, stimmt. Alle Leute, das muss ich noch sagen. Danke, Häkelhäger, das muss ich unbedingt noch sagen. Für die Leute, die unsere Serie Kohlraben Schwarz gesehen haben und gerne eine zweite Staffel hätten, bitte geht auf www.kohlrabenschwarz-fans.de. Kohlrabenschwarz-fans.de. Klickt da drauf, was euch da angeboten wird, und schreibt eine Mail ans ZDF oder schreibt einen Brief. Denn wir haben tatsächlich eine Fanaktion angestoßen, oder die Fans haben eine Fanaktion angestoßen, die tatsächlich offensichtlich ein paar hundert Mails und Briefe losgeballert hat. Und es bewegt sich tatsächlich was. Bitte hört nicht auf damit. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr irgendwelche Verteilermenschen kennt, dann bitte meldet euch bei den kohlrabenschwarz-fans.de, die euch mit allen Infos überversorgen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Tschüss. Tschüss, macht's gut.